Gegenstandsnummer SCP-160. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-160 wird in einer sicheren Bioeindämmungskammer in Standort aufbewahrt. SCP-160 ist einmal pro Woche mit lebender Beute in Form eines Hasen oder eines Tieres mit ähnlicher Masse zu füttern. Die Fütterung wird dabei nur über das automatisierte Liefersystem durchgeführt. Experimente mit SCP-160 dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis von mindestens 2 Mitarbeitern der Stufe 3 durchgeführt werden. Jedwedes Personal, welches die Kammer betritt, muss zu jeder Zeit einen gepanzerten Anzug tragen. Beschreibung. Bei SCP-160 handelt es sich um ein unbemanntes Luftfahrzeug, UAV, mit vierfachem Flugantrieb. Es hat einen Durchmesser von schätzungsweise 1,1 Metern an der breitesten Stelle, ähnlich dem Modell, das von der Corporation hergestellt wurde. Zwar fehlen jegliche Identitätsmerkmale und Herstellungsetiketten, aber eine genaue visuelle Begutachtung von SCP-160 wies Anzeichen von Kratzern und andere oberflächliche Schäden auf, was den Verdacht aufwirft, dass zuvor kennzeichnende Etiketten entfernt worden sein könnten. SCP-160 operiert kontinuierlich und völlig unabhängig von jeglicher identifizierten Kontrollquelle. Dabei weist es ein Verhalten auf, das dem von Raubvögeln nicht unähnlich ist. Es jagt gezielt nach Beute, wie Nagern und andere Kleintiere. Nachdem es ein solches Beutetier ausgemacht hat, stürzt es sich mit hohem Tempo darauf hinab und spießt seine Beute mit etwas auf, das ein metallischer Stechrüssel zu sein scheint. Eine Analyse seiner Beute zeigte, dass es dem Opfer anschließend eine starke ätzende Substanz injiziert, welche die internen Organe verflüssigt. Danach extrahiert es den dadurch entstehenden flüssigen Brei. SCP-160 meidet im Allgemeinen Menschen und größere Tiere. Es wurde aber auch festgestellt, dass es seine Rüssel benutzt, um sich selbst zu schützen. Von SCP-160 zugefügte Verletzungen erweisen sich als extrem schmerzhaft und können zum Tod durch Verflüssigung der lebenswichtigen Organe und innere Blutung führen. Weiterführende Untersuchungen an SCP-160 sind bereits im Gange, erweisen sich aber als schwierig, da SCP-160 ständig aktiv ist. Betäubungsmittel sind ineffektiv, da SCP-160 gänzlich aus nicht-biologischen Komponenten zu bestehen scheint. Anfragen, es mittels seiner schwachen elektrischen Impulse unschädlich zu machen, wurden abgelehnt, da dies zu unvorhergesehenen Schäden führen könnte. SCP-160 wurde am 2000 von Agenten der Foundation entdeckt, nachdem mehrere Berichte eingegangen waren, wonach Haustiere in der Stadt verschwunden und anschließend unter ungewöhnlichen Umständen tot aufgefunden worden sein. SCP-160 wurde schnell identifiziert und von einer Sicherungseinheit in ein Transportfahrzeug gelockt und unverzüglich zu Standort gebracht. Bei der Untersuchung der Umgebung wurden mehr als ausgetrocknete Kleintiere entdeckt, darunter Hauskatzen, Hasen, wildlebende Nagetiere und Kleinhunde. Gegenstandsnummer SCP-161. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. Alle drei Instanzen von SCP-161 sind in getrennten Behältern in dem Eindämmungsschließfach 34 Zeta aufzubewahren. Jeder Behälter soll dreifach abgeschlossen werden, wobei alle neuen Schlüssel an verschiedene Mitglieder des Senior Staffs überreicht werden. Alle 3 Monate soll jede einzelne SCP-161-Instanz aus der Eindämmung entfernt werden. Die aktuelle Planung ermöglicht es, nur eine Instanz jeden beliebigen Monat zu entfernen.
Beim Entfernen von SCP-161 darf der Entferner kein Mitglied des Senior Staff sein. Sie müssen jedoch von 3 Mitgliedern des Senior Staffs mit den Schlüsseln begleitet werden. Und zwar zu jeder Zeit, wenn SCP-161 nicht mehr eingedämmt ist. Der Entferner wird in einem vollständigen Umweltanzug mit zusätzlicher Verstärkung um die Handgelenke gekleidet, um Kontakt zu vermeiden. Der Senior Staff, der den Entferner begleitet, muss ähnlich gekleidet sein. Vor dem Entfernen sollte eine Zelle für die Aktivierung von SCP-161 eingerichtet werden. 2 D-Klasse müssen angefordert werden. Eine D-Klasse wird an einen Stuhl geschnallt, bewegungsunfähig gemacht und der linke Arm im rechten Winkel zum Körper positioniert. Es ist zwingend erforderlich, dass ihr Handgelenk fixiert wird, sodass sie ihre Hand nicht drehen oder den Winkel von SCP-161 nicht bewegen kann. Die 2. D-Klasse wird direkt vor der ersten Hand der D-Klasse an die Wand geschnallt. Nach dem Entfernen wird SCP-161 direkt in den vorbereiteten Raum gebracht. SCP-161 wird in der geschlossenen Hand der unbeweglichen D-Klasse platziert. Sobald die D-Klasse SCP-161 einmal aktiviert hat, soll es von ihm entfernt und in die Eindämmung zurückgebracht werden. Beide D-Klassen sollen dann in die allgemeine Bevölkerung zurückgebracht werden, aber nie zusammen zugewiesen werden. Beschreibung: Derzeit befinden sich 3 Exemplare von SCP-161 in der Kontrolle der Foundation. SCP-161 scheint ein knallbuntes Kinderwindrad aus Kunststoff zu sein, mit einem The Factory-Stempel auf der Rückseite. SCP-161 zeigt seine einzigartigen Eigenschaften nur in der Hand eines Menschen. Ungefähr 3 bis 7 Sekunden nach dem Ergreifen von SCP-161 wird der Halter darauf aufmerksam gemacht, wie er das Gerät aktiviert. Von diesem Zeitpunkt an ist der Halter davon überzeugt, dass SCP-161 in der Lage ist, unterschiedlich starke Energieimpulse abzugeben. Diese Überzeugung betrifft nur den Halter, da niemand sonst diese Impulse sehen kann und sie auch keinen wirklichen Schaden zu verursachen scheinen. Alles, was der Träger mit diesen Energieimpulsen zerstört, wird jedoch nicht mehr in der Lage sein, den Halter zu beeinflussen, selbst wenn er nicht mehr in Kontakt mit SCP-161 steht. Vor dem Energieimpuls betroffene Wände können vom Halter durchschritten werden und betroffene Lebewesen können nicht nur den Besitzer nicht berühren, sondern alles, was von besagten Wesen benutzt wird, kann den Benutzer von SCP-161 auch nicht berühren. Eine geringfügige Nebenwirkung verursacht, dass der Halter von SCP-161 Größenwahn und Wahnvorstellung entwickelt. Anhang 1: Die ursprünglichen Verfahren änderten sich, als ein Wachmann ohne vorherige Kenntnis von SCP-161 in das Sicherheitsschließfach einbrach und es frei zu benutzen begann. Nachdem die Sicherheitskräfte den Einbruch eingedämmt haben, entdeckten Forscher, wenn SCP-161 nicht gelegentlich verwendet wird, dass das Artefakt einen telepathischen Köder ausstrahlen wird. Der Köder würde Menschen mit geringem Selbstwertgefühl und Willenskraft treffen und sie zur SCP-161 rufen. An diesem Punkt werden sie das Artefakt in die Hand nehmen und anfangen, es wie beschrieben zu benutzen. Anhang 2: Ein Nachwuchswissenschaftler, der versuchte, die Genehmigung des Senior Staffs zu kultivieren, bemerkte einen ungewöhnlichen Trend in Wesen und Objekten, die angeblich von SCP-161 zerstört wurden. Untersuchungen an Wesen, die von SCP-161 vor der Eindämmung betroffen waren, enthüllten, dass alle von ihnen Selbstmord begangen hatten, viele innerhalb eines Jahres, nachdem sie davon betroffen waren. Eine Überprüfung von Forschern, die von SCP-161 betroffen waren, ergab, dass über 50% von ihnen seitdem gestorben waren. Von denen, die übrig blieben, erhielten Interviews immer wieder die Idee, dass das Leben einfach keinen Spaß mehr macht. Ab diesem Zeitpunkt ist SCP-161 ausschließlich für D-Klassen und niemals in der Nähe von Stützwänden zu verwenden. Anhang 3: Die Verwendung des SCP-161-Effekts für den Erwerb von SCP-Objekten, die ein terrestrisches Lebensumfeld verhindern, einschließlich SCP-2933, wurde von mehreren Forschern vorgeschlagen. Endgültige Genehmigung ausstehend.
Genehmigung abgelehnt. Siehe Anhang 4. Gegenstandsnummer SCP-162. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-162 ist zu jeder Zeit in einem verschlossenen Stahlcontainer zu verwahren. Jegliche Handhabung muss mit dickem, stahlplattierten Handschuhen und schwerer Körperpanzerung erfolgen. Sämtliches Personal, das versucht, SCP-162 ohne ausreichende Schutzkleidung zu berühren, sich erratisch verhält oder nicht länger auf seine Umwelt reagiert, ist sofort aus dem Eindämmungsbereich zu entfernen. Alle Mitarbeiter haben sich 2 Wochen nach ihrer Interaktion mit SCP-162 psychologischen Testreihen und Untersuchung zu unterziehen. Beschreibung. SCP-162 ist eine Masse an Angelhaken, Angelschnur, Nadeln, Scheren und anderen scharfen Objekten, die die grobe Form einer Kugel mit 2,4 Metern Breite und 2,1 Metern Höhe besitzt. Wenn Sie sich in SCP-162 Nähe aufhalten, geben Subjekte an, sich zu dem Objekt hingezogen zu fühlen, um es zu berühren. Dieses Verlangen kann auch nach mehreren Wochen, nachdem das Objekt gesehen wurde, noch vorhanden sein und wird in vielen Fällen zur Obsession. Der Sog verstärkt sich umso mehr, je länger SCP-162 observiert wird, und Subjekte werden gegenüber jedem gewalttätig, der versucht, sie zurückzuhalten und von SCP-162 zu entfernen. Wenn SCP-162 berührt wird, treiben sich sofort mehrere Haken in die Haut des Subjekts. Diese Erfahrung ist extrem schmerzhaft, noch mehr als bei normalen Angelhaken. Beginnt das Subjekt zu zappeln oder sich von SCP-162 loszureißen, verfängt es sich noch mehr, bis es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Oberfläche von SCP-162 gefangen ist. Das Subjekt wird stark bluten, was nach ausgedehnten Zeiträumen zum Tod führt. Subjekte, deren Haut von SCP-162s Angelhaken nicht durchdrungen werden kann, wie etwa SCP-1063, zeigen sich gegenüber SCP-162s Zwangeffekt immun. Wird versucht, ein Subjekt aus SCP-162 zu befreien, verfängt sich der Befreier ebenfalls oder fügt dem Fleisch des Subjekts schwere physische Schäden zu. Subjekte durchlaufen mehrfach einen Kreislauf, bestehend aus Hilferufen und dem Ausdrücken extremer Schmerzen, gefolgt vom Ausdrücken des Genusses und dem Bitten darum, allein gelassen zu werden. Hierbei wird sogar der Versuch unternommen, Rettungspersonal zu ergreifen und mit ins SCP-162 hineinzuziehen. Die Aktivierung von SCP-1114 in der Nähe von SCP-162 hat sich als effektive Methode erwiesen, um Subjekte aus der Verhedderung zu befreien, auch wenn SCP-162s Zwangeffekt weiterhin bestehen bleibt. Gegenstandsnummer SCP-163. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-163s Unterbringung besteht aus 4 miteinander verbundenen Räumen, 3 Meter vom Boden bis zur Decke, mit folgenden Eigenschaften. Ein 5 Meter mal 5 Meter Empfangsraum mit einer Luftschleuse und Sitzgelegenheiten, die sowohl für SCP-163s als auch humane Morphologie geeignet sind. Ein 5 Meter mal 3 Meter Lagerraum, geeignet zur Unterbringung von SCP-163s Isolationsanzug, Werkzeugen und Spielen. Eine 20 Meter mal 15 Meter Werkstatt und Essbereich, die sämtliche geborgene Technologien inklusive SCP-163-1 beinhaltet. Ein 5 Meter mal 5 Meter Schlaf- und Ruhebereich, der mit Sitz- und Schlafmobiliar passend für SCP-163s Morphologie ausgestattet ist. Die Luft, die in die Unterbringung geleitet wird, wird gefiltert und durchgehend von Computern sowie einmal täglich von Mitarbeitern überwacht, um Verunreinigungen festzustellen.
Die Filter müssen wöchentlich oder beim Auftreten von Verunreinigungen ausgetauscht werden. Zwei separate Beleuchtungssysteme werden für die Unterbringung benutzt. Eine, die Strahlung zwischen 400 Nanometern und 700 Nanometern, und eine, die Strahlung zwischen 150 Nanometern und 300 Nanometern produziert. Das primäre Lichtsystem muss jederzeit zur Unterbringungsüberwachung versorgt sein. Das sekundäre Lichtsystem kann zur SCP-163-Diskretion an- und abgeschaltet werden. Niemals dürfen verbotene Elemente und Chemikalien überhalb der verbotenen Proportionen, die im Handbuch M-SCP-163-1 aufgelistet sind, in die Unterbringung eingebracht werden. Personal und Gegenstände, die von diesen mitgebracht werden, werden vorher auf Rückstände dieser Chemikalien, bevor ihnen der Zugang zur Unterbringung erlaubt wird, überprüft. Personal muss durchgehend Isolationsanzüge tragen, während sie sich in der Unterbringung befinden, um sich selbst und SCP-163 vor Querkontamination zu schützen. Bevor dem Personal die Erlaubnis erteilt wird, die Unterbringung zu betreten, müssen diese das Handbuch M-163-2 studieren und sich einer Befragung von Dr. B. unterziehen. Personal mit Genehmigung ist es erlaubt, mit SCP-163 zu interagieren, indem sie ihm bei der Reparatur von Werkzeugen assistieren und Brettspiele mit ihm spielen. SCP-163 kann seine Unterbringung zu jeder Zeit verlassen. Zuerst muss es seine Intention zum Verlassen der Unterkunft über eine Geste, auf die sich geeinigt wurde, erkenntlich machen und seinen Isolationsanzug anlegen. Dieser Anzug beinhaltet denselben Luftfilter wie den zur Reinigung der Luft in der Unterbringung. Um sein Sehvermögen beizubehalten, kann SCP-163 eine UV-Taschenlampe, mit der es möglich ist, Strahlung der Wellenlänge von nicht weniger als 280 zu geben, um das Risiko von Hautkrebs beim Personal zu minimieren. Wenn SCP-163 durch die Anlage streift, hat es von einem Nachwuchsforscher begleitet zu werden, der alle Aktionen, Gesten und Ausdrücke mit einer Videokamera aufzeichnet. Dieser Eskorter hat SCP-163 auch von allen Arealen fernzuhalten, die für ihn gefährlich sind. Einmal alle 3 Tage hat das Personal einen 20-Liter-Container mit chemischen Elementen im Verhältnis, wie im Handbuch M-163-1 aufgelistet, in den Empfangsraum zu liefern. SCP-163 wird den Container nehmen und den Inhalt in SCP-163-1 gießen. Den leeren Container platziert es in der Luftschleuse zur Rückgabe. Ausrüstung darf aus der Unterbringung nur entfernt werden, wenn SCP-163 anwesend ist. Wenn SCP-163 sich in die Entfernung des Ausrüstungsstückes einmischt, soll der Gegenstand wieder an den Platz, von der er genommen wurde, zurückgelegt werden. SCP-163-1 darf niemals, unter welchen Umständen auch immer, auseinandergebaut, benutzt oder von Personal entfernt werden. Jegliche Unterfangen dieser Art resultieren in schweren Bestrafungen. Beschreibung: SCP-163 ist ein weißer Organismus außerirdischen Ursprungs. Aufrecht stehend ist es 2 Meter hoch und 1,5 Meter breit. Der massige Körper hängt 50 cm über dem Boden. Der Körper ist grob zylindrisch mit einem rundlichen Mund am unteren Ende, dem Äquivalent eines Kopfes auf der Oberseite und 8 dreigelenkige Beine, die radial um dessen Äquator angeordnet sind. SCP-163 hat weiterhin eine Serie von spezialisierten Extremitäten, die folgend aufgelistet sind: 2 Greifhütterapparaturen auf jeder Seite des Mundes, 2 Arme am oberen Ende des Körpers, die für feinmotorische Manipulation genutzt werden, 2 größere Arme, die näher an den Beinen angeordnet sind, die für die Manipulation schwerer Objekte sowie Heben von Objekten verwendet werden. Diese können eine gleichbleibende Kraft von 500 Newton und eine Schlagkraft von 2000 Newton aufbringen. 2 Gliedmaßen unbestimmter Funktion, die zwischen den Beinen und Mundteilen lokalisiert sind, aber vor SCP-163s Entdeckung amputiert wurden. 30 cm entfernt vom oberen Ende des Körpers ist ein einzelnes, semi-verbundenes Auge, welches in einem der umliegenden Ringe erweitert ist.
erlaubt eine volle 360-Grad-Rundumsicht. Es gibt aber einen blinden Fleck auf der Rückseite des Kopfes, um den Platz für ein Organ zu schaffen, das für die Eliminierung von körperlichen Abwehren benutzt wird. Das verbundene Auge ist in 88 Einheiten separiert. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass jede dieser Einheiten nur vertikale Informationen erfasst, während das Gehirn intuitiv horizontale Informationen durch das Vergleichen verschiedener Einheiten erzeugt. Das Auge ist empfindlich gegenüber Lichtwellenlänge zwischen 150 Nanometern und 300 Nanometern ist, was äquivalent zu UVC, welches schädlich für das meiste terrestrische Leben ist. SCP-163 beinhaltet ein Endoskelett, welches aus Gewebe besteht, das eine chemische und strukturelle Ähnlichkeit zu Zellulose besitzt. Die Skelettstruktur steht vom obersten Gelenk jedes Beines ab und scheint aus mechanischen Gründen abgestumpft zu sein. Es zeigt sich keine Schmerzreaktion, wenn Proben von diesen Vorstehern entnommen werden. Die Haut ist im sichtbaren Lichtspektrum transparent, aber opak im ultravioletten Bereich. Entnommene Blutproben, welche eine grüne Färbung aufweisen, haben ein Sauerstoff- und Kohlendioxid-Transportsystem, das auf Nickel basiert, anders als bei den auf Eisen und Kupfer basierenden von terrestrischen Organismen. Blut- und Gewebeanalysen haben gezeigt, dass SCP-163-Zellen DNA mit den standardmäßigen GCAT-Basen für Instruktionen benutzen. Es wird jedoch eine unterschiedliche Methode verwendet, um ausgesprochene Instruktionen zu interpretieren. Sätze von drei Basen bilden noch die Kodierung für Aminosäuren, welche aber nicht dieselben sind wie in terrestrischen Zellen. Zusätzlich sind einige terrestrische Aminosäuren nicht in seiner Biologie vorhanden, während andere, die es benutzten, nicht in der Erdbiosphäre vorkommen. Dies erlaubt drastisch veränderte Proteinarrangements. SCP-163s Heimatmilieu würde andere Elementzusammensetzungen beinhalten als die, die auf der Erde vorkommen. Dies wird durch die Empfindlichkeit auf manche gewöhnliche Elemente und seine Resistenz gegenüber anderen, ungewöhnlicheren bewiesen. Das Schwermetall Daten gelöscht, welches giftig für terrestrisches Leben ist, benutzt SCP-163 für seinen Metabolismus. Obwohl Eisen und Kalzium nicht von SCP-163 genutzt werden, zeigen diese an ihm keine schädlichen Effekte. Durch Aussetzung von in jeglicher chemischer Form zeigen sich Gewebebeschädigungen. Und sind für SCP-163 genauso schädlich wie für uns. Eine ausgeführte Tabelle von sicheren und unsicheren Elementen zusammen mit Ernährungsanforderungen sind in Handbuch M-163-1 enthalten. Weiterhin würde die Atmosphäre eine andere Gaszusammensetzung aufweisen. SCP-163 ist es möglich, einige Zeit ohne mechanische Unterstützung in unserer Atmosphäre zu überleben, aber beginnt nach einer Stunde Anzeichen einer Krankheit zu zeigen. Gefilterte Luft, in der ein gewöhnliches terrestrisches Element entfernt wurde, verhindert solche Ereignisse. Analysen von SCP-163s Technologie inkludierten Untersuchungen nach hermetisch abgeschlossenen Kammern, die Hinweise auf seine Heimatatmosphäre beinhalten könnte. Es ist nicht bekannt, wie SCP-163 komplexe Ideen kommuniziert. Die einzige Lautäußerung, die von ihm erzeugt wird, ist eine gleichmäßige, sinusförmige Welle mit ungefähr 15 Hertz, die einen bestimmten emotionalen Zustand anzeigt. Es gibt keinerlei Variationen in dieser Lautäußerung, die von 15 Sekunden bis 10 Minuten andauern können. Es wird empfohlen, dass das Personal, welches diesem Geräusch ausgesetzt ist, sich in gut beleuchteten Bereichen aufhält, um das Gefühl von Paranoia zu verhindern. Emotionen werden primär von dem kuppelförmigen Gewebe oberhalb des zusammengesetzten Auges angezeigt. Verschiedene Zustände korrespondieren mit Verzerrungen von Falten in der Haut durch subdermale Muskulatur. Zusätzlich wurden einige negative oder eine zustimmende Gestik festgestellt. Die Zustimmung besteht aus dem schnellen Zusammenschlagen von SCP-163s feinmotorischen Manipulatoren, wohingegen die negative in derselben Bewegung von den schweren Manipulatoren ausgeführt wird.
Spezifische Informationen zu Gestiken und emotionalen Zuständen sind im Handbuch M-163-2 enthalten. SCP-163-1 scheint ein universelles Überlebensgerät zu sein. Es ist fähig, dazu grundlegende chemische Elemente in Substanzen für SCP-163 zu verwandeln, um weiterhin das Phänomen zu projizieren, unter dem SCP-163 gefunden wurde. Damit die andauernde Gesundheit von SCP-163 sichergestellt ist, sind Untersuchungen an SCP-163-1 bis nach dem Tod von SCP-163 verboten. Die Funktionalitäten der anderen Ausrüstungsgegenstände ist immer noch nicht völlig verstanden. Die Technologie ist beschränkt auf simple Transistoren, die zu verschiedensten spezialisierten Analogcomputern zusammengebaut sind. Viele physikalische Prozeduren, die diese Computermodelle ausführen, korrespondieren nicht mit irgendetwas, das der moderne Wissenschaft bekannt ist. Es wird von der Theorie ausgegangen, dass SCP-163-1 sich auf diese Prozesse verlässt, um zu funktionieren. SCP-163 wurde zuerst von Minenarbeitern in den Anden am 2000 entdeckt. Die Gesteinsschicht, in der es gefunden wurde, ist ungefähr Jahre alt. Zusammengepresste Mineralien in der Nähe des Fundortes lassen darauf schließen, dass sein Raumschiff dort eine Bruchlandung hatte. Die Minenarbeiter berichteten, dass sie auf eine undurchdringliche, versiegelte Oberfläche stießen, welche plötzlich verschwand, nachdem genügend Steine von ihr entfernt wurden. Die Beschreibung impliziert, dass dies eine größere Version des Phänomens war als das, das von SCP-163-1 produziert wird. Trotz der Tatsache, dass der Inhalt der Kammer über jahrelang von Steinen eingeschlossen war, zeigte dieser keine Anzeichen von Alterung oder Degradation, was den Effekt des Phänomens zugeschrieben wird. Ungefähr 30% der Ausrüstung wurden geplündert, bevor Agenten die Szenerie erreichen konnten. Obwohl einiges davon sichergestellt werden konnte, gibt es noch viele verschollene Gegenstände. Agenten durchforsten immer noch den Schwarzmarkt, um irgendwelche weiteren Hinweise über den Verbleib der fehlenden Technologie zu finden. Als die Agenten die Kontrolle der Szenerie übernahmen, war SCP-163 noch in der reflektierenden Sphäre, die von SCP-163-1 produziert wurde, eingeschlossen. Die relative Schlichtheit von SCP-163-1 Bedienoberfläche ermöglichte es den Agenten, diese schnell zu deaktivieren. Agenten wurden dazu gezwungen, SCP-163 unter Kontrolle zu bringen, was damals gewaltsam geschah. Außer den initialen Begegnungen zeigte sich SCP-163 im Rahmen seiner Möglichkeiten und zu verstehen, kooperativ gegenüber der Foundation. Einige von den ausgewählten Experimenten, die an SCP-163 durchgeführt wurden. Eine vollständige Liste der Experimente und Ergebnisse ist enthalten im Handbuch M-163-2. Experimentbericht 163-46. Gesichtserkennung. Datum 2000. Subjekt. SCP-163. Vorgehen. Dr. betrat die Unterbringung von SCP-163 und trug 30 11x17 cm große Karten mit sich, auf denen mit UV-Licht absorbierender Tinte Bilder aufgedruckt waren. Die Bilder repräsentierten menschliche Gesichter in unterschiedlicher Komplexität. SCP-163 wurden diese Bilder vom einfachsten, einem Smiley-Gesicht, bis zum komplexesten, einer Fotografie von Dr. gezeigt. Details. SCP-163 konnte das Smiley-Gesicht nicht wiedererkennen, wozu menschliche Kleinkinder aber sofort in der Lage sind. SCP-163 zeigte erst beim 18. Bild eine Reaktion, als die Karte auf der Vorderseite von Dr. B.'s Gesichtstafel platziert wurde. Bild 18 zeigte überzogene Gesichtsmerkmale, welche eine Nase, Augen, Ohren und einen offenen Mund, der eine Reihe Zähne zeigte, beinhaltete. Bild 17 war, bis auf einen geschlossenen Mund, damit identisch. Experimentbericht 163-47. Gesichtserkennung. Datum 2000. Subjekt SCP-163. Vorgehen.
Dr. B. betrat die Unterbringung von SCP-163 und trug 20 11x17 cm große Karten mit sich, auf denen mit UV-Licht absorbierender Tinte Bilder aufgedruckt waren. Die Bilder repräsentieren den oberen Teil von SCP-163s Körper, wobei die Komplexität mit einem gleichschenkligen Dreieck bis zu einer Fotografie von SCP-163 reichte. Details. SCP-163 erkannte die erste Karte nicht als Mitglied seiner Spezies an. Die zweite Karte, welche ein gleichschenkliges Dreieck mit einer horizontalen Linie, die durch die Mitte geht, zeigte, rief eine Reaktion hervor. SCP-163 nahm alle Karten von Dr. B. und sah sich alle Karte für Karte an. Danach sortierte es alle Karten in zwei Stapel. Einen, der 6 Bilder enthielt, inklusive Bild 1, und einen, der die übrigen beinhaltete, inklusive Bild 2. Die vorherrschende Theorie ist, dass im ersten Stapel nur Bilder sind, die SCP-163 nicht als seine Spezies identifiziert, während im zweiten nur solche sind, welche es identifiziert. Die Anwesenheit der Fotografie im zweiten Stapel unterstützt diese Theorie. Experimentbericht 163-80. Altruismustest. Datum 2000. Subjekt SCP-163. Vorgehen. Dr. betrat zwei hölzerne Block und eine Schachtel, die beide aufnehmen konnte, tragend die Unterbringung. Dr. betrat zwei hölzerne Blöcke und eine Schachtel, die beide aufnehmen konnte, tragend die Unterbringung. Dr. öffnete die Schachtel und bewegte, große Anstrengung vortäuschend, einen Block hinein. Nach dem Schließen der Schachtel bewegte Dr. den zweiten Block, wieder große Anstrengung vortäuschend, entgegen und wartete auf eine Reaktion von SCP-163. Details. SCP-163 öffnete die Schachtel für Dr. nachdem er 10 Sekunden lang versuchte, den Block einzulegen, während der Deckel geschlossen war. Das Resultat ist konsistent mit dem eines Experimentes, das mit einem menschlichen Kind durchgeführt wurde. Experimentenbericht 163-88. Gehobene Funktion. Datum 2000. Subjekt SCP-163. Vorgehen. Dr. betrat die Unterbringung mit einem Wagen, auf dem eine Staffelei, 5 Leinwände, diverse Pinsel und eine Auswahl von Pigmenten, welche unterschiedliche ultraviolette Frequenzen zwischen 150 und 300 reflektieren. Dr. demonstrierte kurz die Handlung des Malens, indem er 3 der Pigmente benutzte, bevor er den Pinsel an SCP-163 übergab. Details. SCP-163 begann sofort mit den bereitgestellten Pigmenten zu malen. Das produzierte Bild zeigte, gemäß der UV-Aufnahme, eine Landschaft mit nicht erkennbaren Tieren und Pflanzen. SCP-163 blieb 7 Minuten lang still stehen, nachdem es das Gemälde fertiggestellt hatte, bevor es diese von der Staffelei schlug und sich in eine Ecke des Empfangsraums zurückzog. Kraniale Falten deuteten auf Kummer hin. Alle weiteren Versuche, mit SCP-163 zu interagieren, schlugen fehl, bis Dr. B. versuchte, die Malutensilien aus der Unterbringung zu entfernen. Zu diesem Zeitpunkt standen SCP-163s große Arme zwischen seinen Beinen ab, was eine negative Geste anzeigte. Am nächsten Tag wurde SCP-163 gesehen, wie es auf einer neuen Leinwand malte. Anhang 163-88. Seit diesem Tag sollen SCP-163 frische Leinwände, Farben und Pinsel bereitgestellt werden, wenn seine Vorräte sich dem Ende neigen. Das ist die erste wirklich bedeutende Kommunikation, die wir verstanden haben. Zumindest sind wir so vielleicht in der Lage, etwas über die Ökologie seiner Heimatwelt zu lernen. Dr. Anhang 163-93. Die Wahrscheinlichkeit, dass SCP-163 überhaupt entdeckt wurde, ist schon verrückt, wenn man die Größe der Erde betrachtet. Einige Faktoren sind hier wohl zusammengekommen, inklusive Plazentektonit, Umweltentwicklung durch Menschen und einfach schieres, dummes Glück.
Ich fülle eine Empfehlung aus, dass alle Ausgrabungen der jahrealten Gesteinsschichts von Agenten bezüglich anderer Mitglieder von SCP-163-Spezies überwacht werden sollen. Es ist für mich schwer zu glauben, dass wir nur zufällig auf das einzige Raumschiff, das vor Millionen von Jahren auf der Erde abgestürzt ist, gestoßen sind und dass gerade zu der Zeit, als wir begonnen haben, ein Bewusstsein für das Ausmaß eines solchen bedeutenden Fundes zu entwickeln. Da müssen andere irgendwo da unten versteckt stagnieren. Dr. Gegenstandsnummer SCP-164. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. Kulturen von SCP-164 sollten mit standardisierter Klasse 3 Biogefährdungsprozeduren eingedämmt werden und deutlich sichtbar markiert in gekühlten biologischen Eindämmungen mit Temperaturen bis 10 Grad Celsius gehalten werden. Obwohl es pathogenisch ist, ist es nicht hochinfektiös. Während der Arbeit mit reinen Kulturen oder infizierten Subjekten sollen Forscher vorsichtig sein, Latexhandschuhe und eine Gesichtsmaske tragen, da diese grundsätzlich effektiv gegen die Verbreitung der Krankheit wirken. Jegliches Personal, das sich versehentlich infiziert, wird zum Subjekt einer 6-monatigen Chemotherapie und wenn nötig, einer Operation, nachdem sie zum ersten Mal Symptome gezeigt haben. Ausbrüche bei Zivilisten sollten gemäß des Aleph-Vertuschungsverfahren für ansteckende Materialien behandelt werden. Beschreibung. SCP-164 ist eine Rasse von krebsähnlichen Zellen, die sarkomartige Tumore im Körper des Wirtes bilden. Während die DNS-Zellen primär scheinen, als wären sie von menschlicher DNS abgeleitet, existieren die Zellen nun effektiv als einzellige, sich asexuell reproduzierende Parasiten. Verschiedene Charakteristika machen SCP-164 bemerkenswert. SCP-164 ist der einzige parasitäre, übertragbare Krebserreger, von dem man weiß, dass er Menschen befällt. Die Arten sind in Reihenfolge der Infektiosität, Übertragbarkeit durch Blutkontakt, Geschlechtsverkehr, Hautkontakt und Luftübertragung. Chemotherapie und Operationen sind eine effektive Methode, die Krankheit in nahezu allen Stadien zu behandeln. Tumore, die von SCP-164 ausgelöst wurden und größer als ein bestimmtes Volumen, das in 75% der Fälle erreicht wird, heranwachsen, verhalten sich normal für krebsbefallene Sarkome. Trotzdem, in 25% der Fälle werden Materialien im Wirtskörper zur Kreierung eines neuen separaten Organismus innerhalb des Tumors verwendet. Im Falle von multiplen Tumoren werden einige oder alle sich so verhalten. Benannte Organismen werden offensichtlich als Zygoten, befruchtete Eizellen, beginnen und sich replizieren wie Föten. Von außen sieht es nicht anders aus als eine normale Tumorproduktion und kann so in den initialen Phasen unbemerkt passieren. Seltsamerweise identifizieren sich erwachsene Organismen als komplett eigenständige Wesen, die nicht verwandt mit den originalen Tumorzellen sind, wie es bei der bisher unbekannten Spezies der Gattung Teutida, der Tintenfische, ist. Die Entfernung des Organismus zeigt, dass sie unter maritimen Bedingungen vollkommen lebensfähig sind und normales Verhalten wie Fortbewegung, Futterjagen, grundlegende Selbstverteidigung, Reproduktion etc. zeigen. Jedoch bleiben besagte Organismen auch völlig lebensfähig im originalen Tumor, indem sie sich selten bewegen oder verändern und wachsen in normaler Geschwindigkeit weiter, bis der Wirt getötet wurde. Die Existenz und Natur des Organismus als SCP-164-2 wird in zivilen Fällen oft nicht bemerkt, bis eine Biopsie oder eine Operation den ausgebildeten Organismus preisgeben. Organismen und Tumore von SCP-164 können mit der Physiologie des Wirtes auf interessante Weise interagieren. Die folgenden Fälle sind besonders bemerkenswert. D-Klasse, weiblich, 23 Jahre alt. SCP-164s Tumore legten sich an der Uteruswand ab.
Der Wirtskörper erkannte den Tumor anscheinend als menschlichen Fötus und gebar auf normalem Weg die enthaltene Probe von SCP-164-2 nach 9 Monaten. D-Klasse, männlich, 30 Jahre alt. Tumore legten sich am Rückenmark ab und unterbrachen das zentrale Nervensystem. Das Resultat daraus war, dass Bewegungen von SCP-164-2 gelegentlich dazu führten, dass die Gliedmaßen des Subjektes versagten, was eine Kreuzverbindung der Nervensysteme der beiden Organismen nahelegt. Eine Biopsie bestätigte diese Hypothese. D-Klasse, männlich, 25 Jahre alt. Tumore legten sich nahe dem Ösophagus und der Trachea des Subjektes an einer Position, bei der unter normalem Wachstum besagte Passagen verschlossen würden und das Subjekt schnell töten würden ab. Anstattdessen wanderte die Wucherung des Tumors zum hinteren Nacken und verhinderte somit, dass das Subjekt frühzeitig versterben würde. Dr. B. nahm an, dass dies ein bewusstes Verhalten von SCP-164 gewesen sei. Gegenstandsnummer SCP-165. Objektklasse Keta. Spezieller Haltungsprozess. Eingehaust in einem Gebäude des bewaffneten biologischen Eindämmungsstandortes 14, muss SCP-165 als ansteckender, pathogener Organismus behandelt werden. Es müssen die höchsten Sterilisations- und Quarantäneprozeduren eingehalten werden. Mikrowellenfeldgeneratoren um SCP-165s Bereich beschränken die Bewegung seiner Düne innerhalb seines Eindämmungsbereiches. Einmal alle 9 Tage wird an SCP-165 ein lebendes Rind, das mindestens 750 Kilogramm wiegt, verfüttert. Beschreibung. Die organische Komponente von SCP-165 ähnelt einer typischen parasitären Milbe, die 750 Mikrometer in Länge misst, 8 Beine und eine genetische Struktur ähnlich der Hausstaubmilbe besitzt. Der Hauptunterschied ist, das einsiedlerkrebsähnliche Verhalten, Sandkörner auf seinem Rücken anzubringen. Es ist nicht bekannt, zu was für einen Zweck der Sand dient, aber durch die riesige Kolonie von SCP-165, die an 100 Milliarden bis Billionen grenzt, erzeugen sie eine ziemlich große Düne. Die Ähnlichkeit zwischen Daten gelöscht und SCP-165 sind rein äußerlich. Daten gelöscht. Die Kolonie ist proto-ozonischer Natur und zeigt offensichtlich eine Schwarmintelligenz und ein Verständnis, nicht verstanden zu werden. SCP-165s Kolonie besteht aus individuellen Akari, welche kein kooperatives, sondern eher kompetitives Verhalten bei der Jagd nach Beute zeigen. Wie Moskitos verlassen sie sich auf die chemische Detektion von Kohlenstoffdioxid und Zucker in der Luft, um Beute aufzuspüren. Die Akari-Milben rollen und hüpfen übereinander in Richtung der Beute und benutzen ihre Beine nur, um übereinander zu klettern. Wenn sie in Kontakt mit dem Fleisch eines Tieres kommen, geben sie ein betäubendes chemisches Toxin durch ihren Biss frei, das in den Bestandteilen ähnlich den Toxinen von Moskitos und Flöhen ist. Subjekte sind sich normalerweise nicht bewusst, dass Millionen von Milben die Gelegenheit beim Schopfe packen und sich einen Mund voll Fleisch herausreißen, während sie um ihr Opfer schwirren. Ein typischer Schwarm bildet einen wirbelnden Vortex um das Opfer oder die Gliedmaßen des Opfers. Die Kolonie von SCP-165 ist so effizient in ihrem kompetitiven Schwärmen, dass die Gliedmaßen eines Tieres innerhalb weniger Minuten entfleischt und auf die blanken Knochen reduziert werden kann. Das betäubende Toxin ist so wirksam, dass schlafende Opfer nicht aufwachen, wenn ihre Glieder aufgefressen werden. Die Akari-Milben sind resistent gegenüber allen Pestiziden, bis auf das Gefährlichste. Sie ziehen sich vor Hitze zurück und suchen, wenn es ihnen möglich ist, Schatten auf. Am aktivsten sind sie während der Nacht, in der sie nach großer schlafender Beute auf die Jagd gehen. Anhang. Akquisition.
Es ist offensichtlich, dass der US-Regierung Dünen von SCP-165 seit etwa 80 Jahren bekannt sind. Das Gebiet, in dem SCP-165 gefunden wurde, ist nun eine vergessene Geisterstadt deutscher Immigranten, die Fredericksburg heißt. Sie liegt in Arizona in der Thule-Wüste, nahe des Goldwater Air Force Bombentestgelände. Die abgelegene Stadt Fredericksburg wurde etwa in den späten 1800ern entdeckt und wurde im Jahre 1908 zur Geisterstadt. Eine vorbeireitende Kavallerietruppe berichtete, dass die Einwohner verschwunden seien und die Gebäude leer waren. Sie versuchten eine Nacht im verlassenen Hotel zu übernachten, nur damit 7 ihrer Pferde bis auf die Knochen abgefressen wurden. Alle bis auf 4 Soldaten flohen inmitten der Nacht und sagten aus, dass das Gebäude vom Sand wie von einer Flutwelle überfüllt wurde. Diese 4 wurden nie wieder gesehen. Während der späten 1950ern versuchte das US-Militär, SCP-165 zu vernichten, indem sie das Gebiet zu einem Bombentestgelände gemacht hatten. Es war damit erfolgreich, die Anzahl von SCP-165 zu reduzieren, aber in den späten 1980ern wurde es offensichtlich, dass eine Bodenreinigung und Extraktion benötigt wurde, um die Anwesenheit von SCP-165 zu entfernen. Die mobile Eingreiftruppe Epsilon-9, auch bekannt als Fire Eaters, wurde ausgesandt, um SCP-165 einzudämmen und zu entfernen. Beim Betreten der Stadt Fredericksburg wurde ein umgekipptes Schild gefunden, auf dem »Vorsicht vor dem kriechenden, hungrigen Sand« in deutscher Sprache geschrieben stand. Der Flammenwerfer von MTF Epsilon-9 erwies sich als hocheffizient, den Sand von SCP-165 zu verglasen und dessen Anzahl auf ein handelbares Maß zu reduzieren. Eine lebende Düne aus nahezu 4 metrischen Tonnen von SCP-165 wurde eingedämmt und zu ABC-Standort 14 transportiert, wo es überwacht und eingedämmt wurde. Gegenstandsnummer SCP-166. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-166 kann sicher in einer Umgebung mit minimaler Sicherheit untergebracht werden. Seitdem ist SCP-166 in einer Standard-Suite der Klasse B in Standort 17 untergebracht, welche die folgenden Modifizierungen aufweist. Die Suite daneben wird als lokaler Observationsraum verwendet. Durchsichtige Acrylplatten wurden im Zugangskorridor und Bereitstellungsraum platziert, um zu verhindern, dass vom außen verlaufende Korridor aus eine direkte Sichtlinie in den Eindämmungsbereich besteht. Warnschilder, die die Anwesenheit von männlichem Personal im Areal untersagen, wurden im ganzen Eindämmungsbereich aufgestellt. Begründete Bitten um persönliche Gegenstände und Modifizierungen des Eindämmungsbereiches können nach der Genehmigung durch eine Autorität der Stufe 4 oder höher genehmigt werden. Bis heute hat SCP-166 um Folgendes gebeten. Eine Ausgabe der Bibel, Dorey Rhymes, Challenger Revision, gewährt. Einen katholischen Rosenkranz, gewährt. Zugang zu einem katholischen Priester für die Durchführung von Beichten, Messen und anderen Sakramenten, abgelehnt. Verschiedene Bücher und Zeitschriften, hauptsächlich religiöser Natur, gewährt, setzt Überprüfung und Genehmigung der Inhalte voraus. Das Telefon zur Kontaktierung der Äbtissin des Nonnenklosters in Cornwall, England, gewährt. SCP-166 wird pro Woche eine Stunde Telefonzeit für nur diese Nummer gegeben. SCP-166 ist normalerweise zufrieden und bleibt in ihrem Quartier, solange sie mit Unterhaltung in der Form religiöser Materialien, Büchern, Fernsehen und Malutensilien versorgt wird. Als Belohnung für ihre Kooperation bei ihrer eigenen Einsperrung ist SCP-166 nicht öfters als einmal im Monat erlaubt, einen 12-stündigen Ausflug aus Standort 17 heraus zu einer in der Nähe liegenden unbewohnten Insel zu unternehmen. In diesen Fällen ist das begrenzte Entlassungsprotokoll 19a zu beachten, wobei zusätzlich die Beschränkung gilt, dass während des Transports kein männliches Personal in einem Umkreis von 500 Metern um SCP-166 herum erlaubt ist
und dass während ihres Aufenthalts auf der Insel kein männliches Personal auf selbiger erlaubt ist. Da schon die leichteste Kleidung nach 45 Minuten konstanten Tragens zum Dekubiti, Druckgeschwüren, führt, ist es SCP-166 aus medizinischen Gründen erlaubt, nackt zu bleiben. Bekleidung und Bettlaken hat aus langstabliger Baumwolle zu bestehen und sollte wöchentlich gewechselt werden. Männlichem Personal ist es verboten, SCP-166 zu betrachten oder ihre unmittelbare Umgebung zu betreten. Zuwiderhandlung zieht hierbei sofortige disziplinarische Maßnahmen und möglicherweise Terminierung nach sich. Mindestens ein weibliches Personalmitglied muss zu jeder Zeit in angrenzenden Überwachungsraum anwesend sein und eine direkte visuelle Überwachung von SCP-166 per Sehschlitz oder Bildschirmmonitor mit geschlossenem Stromkreis zu gewährleisten. Um das Risiko der versehentlichen Einwirkung zu vermindern, sind alle Kameras und Fenster mit durchsichtigen Filtern auszustatten, die eine Ausschließung von mindestens 50% aller Details gewährleisten. Es sind keine permanenten Aufzeichnungen zu jedweden fotografischen Aufnahmen von SCP-166-Erscheinung anzulegen. SCP-166 benötigt mit Ausnahme von 1 Kubikzentimeter oral verabreichten menschlichen Spermas pro Woche keine Versorgung mit Nahrung. Zu diesem Zweck wurde mit einer örtlichen Samenbank eine Absprache getroffen. Beschaffung wird nur in Notfällen vor Ort durchgeführt. Trotz der Tatsache, dass SCP-166 keine weitere Nahrung benötigt, kann das Subjekt normale menschliche Nahrung verzehren und tut dies auch. Aufgrund von SCP-166 zahlreichen gesundheitlichen Problemen ist mindestens einmal pro Woche eine medizinische Untersuchung durchzuführen. Beschreibung: SCP-166 scheint ein weiblicher Mensch Ende seiner Teenagerjahre zu sein, welcher eine durchschnittliche Größe und einen schlanken Körperbau aufweist. Physiologische und medizinische Untersuchungen zeigen mehrere Abweichungen von der menschlichen Norm auf, worin eine erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit der Haare, ca. 20 cm pro Monat, Verwundbarkeit gegenüber partikelförmiger Materie, wie etwa Rauch oder Aerosolen, was Symptome ähnlich eines akuten Asthmaanfalls auslösen kann, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Dekubiti und eine Veränderung der Ernährungsbedürfnisse mit inbegriffen sind. SCP-166 besitzt einen ungewöhnlichen Effekt auf männliche Menschen. Sobald Sichtkontakt mit SCP-166 hergestellt wurde, versuchten 100% aller getesteten Männer sofort in Sexualkontakt mit dem Subjekt zu kommen, unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung sie normalerweise besitzen. In rund 70% der Fälle ließ der Impuls nach, nachdem sie aus der Gegenwart von SCP-166 entfernt worden waren. In 30% dieser Fälle wurde das Verlangen allerdings zur Obsession, was zu gewalttätigen Versuchen des Zugriffs auf SCP-166 führte. Amnesika der Klasse A erwiesen sich in 43% dieser Fälle als wirksam. Beim Rest war eine Terminierung erforderlich. SCP-166 ist ob ihres Effekts auf Männer sehr besorgt, nicht zuletzt wegen ihres Strebens nach einem monastischen Leben, basierend auf den Prinzipien der Keuschheit, Armut und Gehorsamkeit. Aus diesem und anderen Gründen ist der Kontakt von Menschen mit ihr streng verboten. Anhang 166-A: Umstände der Ingewahrsamnahme. SCP-166 wurde ursprünglich in einem Nonnenkloster in Cornwall, England, aufgefunden. Nach Angabe der Nonnen war sie ursprünglich von einer Person ohne Erkennungsmerkmale bei dem Kloster abgegeben worden. Die Person behauptete, sie sei die Nachkommin einer alten Kreatur mit großer Macht und hinterließ Instruktionen für ihre Pflege. Bis heute sind sämtliche Versuche, die Mutter ausfindig zu machen, erfolglos geblieben. SCP-166 wurde von den Nonnen in einer klösterlichen Umgebung aufgezogen, bis sie ihn versehentlich in das Sichtfeld eines jungen Mannes, Subjekt A, geriet, welcher sich in das Kloster geschlichen hatte, um eine der Novizinnen zu besuchen. 3 Tage später wurde Subjekt A gewalttätig und griff im Versuch, sich Zugang zu SCP-166 zu verschaffen, das Kloster an. Subjekt A tötete eine Nonne und verletzte 3 weitere schwer, bevor es gewaltsam neutralisiert wurde.
Ein Foundation-Agent, der einen lokalen Priester wegen einer hiermit nicht in zusammenstehenden Angelegenheit konsultiert hatte, hörte von dem Vorfall und begab sich zum Ort des Geschehens. Als auch er verliebt wurde, brach der Agent sofort sämtliche Kontakte ab, begab sich in Haft und forderte bei der Kommandostelle die Übernahme der Ingewahrsamnahme durch eine weibliche Agentin an. Agent Beatrice Maddox trat kurz darauf mit der Mutterabtei in Verbindung und verhandelte den Transfer von SCP-166 in eine Foundation-Einrichtung zur Eindämmung und Erforschung. Nachtrag 166-E. Text eines Briefes, der in SCP-166-Zelle platziert worden war. Ursprung unbekannt. Liebe, ich traf deine Mutter das erste Mal, als sie ein Mädchen war. Sie hatte Hufe als Füße und Sternenlicht in ihren Augen. Sie war Schönheit und Natur, und ich habe sie mit meinen eigenen Händen getötet. Eden ist kein Ort. Es ist ein Zustand des Seins. Sie wollten uns dahin zurückbringen. Ich habe sie aufgehalten. Ich habe uns zum zweiten Mal das Paradies genommen. Ich habe keine meiner Handlungen an diesem Tag je bereut. Bis auf ein. Dass du, als du mich an diesem Tag zum ersten Mal trafst, sahst, wie dein Vater deiner Mutter eine Kugel in den Kopf jagte. Ich mache keine Ausflüchte. Ich liefere nur eine Erklärung. Ich hoffe, du verstehst, was ich tat. Ich hoffe, du vergibst mir. Ich liebe dich. Ich wünschte, ich hätte mehr für dich tun können. Das Beste, was ich tun konnte, war, dich in den Händen von freundlichen und liebenden Leuten zu lassen und zu hoffen, dass sie dich an meiner Stadt großziehen würden. Gegeben dem, was ich gesehen habe, haben sie gute Arbeit geleistet. Es tut mir leid, dass du nicht bei ihnen bleiben konntest. Es tut mir leid, dass sie dich an diesen Ort gebracht haben. Ich verspreche, mein Bestes zu geben, um sicherzustellen, dass dein Aufenthalt hier angenehm ist. Ich verspreche, dich zu beschützen. Fröhlicher 16. Geburtstag, Schatz. Dein Vater. Gegenstandsnummer SCP-167. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-167 wird derzeit in Raum von Forschungszentrale 06 aufbewahrt. Die Tür des besagten Raumes muss zu jeder Zeit mit einem Vorhängeschloss verschlossen sein, sofern es nicht gerade untersucht wird. Jede Person, die den Schlüssel zu bekommen wünscht, um Untersuchungen an SCP-167 durchzuführen oder es zu beobachten, benötigt lediglich die Zustimmung des zuständigen Stufe 3 Personals, das dieser SCP zugeteilt ist. Beschreibung: SCP-167 ist ein Würfel mit einer Fläche von ungefähr 10 Metern an der Kante, hergestellt aus einem unbekannten, leuchtenden, weiß-plastischen Polymer. An einer der Würfelseiten ist eine große Metalltür angebracht. Es ist unbekannt, ob diese Tür einen Teil der originalen SCP darstellt oder ob jemand anderes sie dort angebracht hat, bevor das Objekt in den Besitz der SCP-Foundation kam. Die Innenmaße des Würfels sind mit den äußeren identisch, abgesehen von einigen Zentimetern, die durch die Wände bedingt sind, außer dass zwei der verbleibenden drei Wände jeweils Türöffnungen in ihnen haben. Diese Türöffnungen führen direkt zu identischen Räumen, welche wieder je zwei weitere Türöffnungen besitzen, die dann zu weiteren identischen Räumen führen. Dieses Muster setzt sich fort, soweit die Forscherteams dies feststellen konnten. Die Platzierung dieser Türöffnung scheint zufällig zu sein. Es wurde kein Muster festgestellt, welches Rückschlüsse darauf ziehen lässt, welche zwei der drei verbleibenden Wände Türen haben.
SCP-167 weist Anzeichen auf, bereits zuvor erforscht worden zu sein. Einige Zimmer, besonders jene in geringer Tiefe, weisen rote Punkte oder andere Markierungen auf, die neben der Türöffnung aufgemalt sind und den Weg zum Eingang zurückzumarkieren. Nach den in Dokument Nummer 167-08 erwähnten Ereignissen haben Forscher vor kurzem versucht, dieses Verhalten in allen von ihnen besuchten Räumen nachzuahmen. Zusätzlich wurden mehrere von Menschenhand hergestellt und in der Natur vorkommende Gegenstände verstreut, in einigen der Räumen von SCP-167 gefunden. Götzenbilder, ca. 500 v. Chr., mehrere Schatzkisten, ca. 1500 v. Chr., Daten gelöscht. Mehrere SCPs, vor allem Daten gelöscht. Anhang 167-01. SCP-167 scheint nicht den Regeln der euklidischen Geometrie zu folgen. Zwei Forscher nahmen jeweils eine andere Route zu Räumen, welche eigentlich den gleichen Raum darstellen sollten. Beide kamen an ihrem Bestimmungsort an, konnten einander aber weder sehen noch hören. Auf welche Weise SCP-167 den Raum verzerrt, um diesen Effekt möglich zu machen, ist unbekannt, rechtfertigt aber weitere Studien. Anhang 167-02. Es wurde vorgeschlagen, die Effekte von SCP-184 auf SCP-167 zu testen. Über dieses Experiment wird derzeit noch diskutiert. Anhang 167-03. Dr. schlug vor, SCP-167 als einen kompakten Stauraum für ungefährliche SCPs zu benutzen. Dieser Vorschlag erfordert eine Reklassifizierung von SCP-167 zur Klasse Sicher. Daher steht eine Neubewertung an. Dokument Nummer 167-08. Wie den meisten von euch bewusst ist, wurde Dr. dabei gefilmt, wie er SCP-167 ohne das erforderliche Wollknäuel betrat. Und bis jetzt ist er noch nicht zurückgekehrt. Sein letztendliches Schicksal ist unbekannt. Die Suchteams haben nichts gefunden. Lasst euch das eine Lehre sein, wie einfach man sich da drin verirren kann, wenn man sich nicht die Mühe macht, seinen Weg zu markieren. Wenn ich herausfinde, dass andere Forscher die Sicherheitsvorschriften missachtet und SCP-167 ohne einen Wollknäuel betreten haben, egal wie weit sie beabsichtigen hineinzugehen, werden sie sich in einer anderen Einrichtung wiederfinden, welche SCPs der Klassifizierung KETA untersucht. Dort sollten sie genügend Motivation haben, die Sicherheitsvorschriften recht schnell lernen zu befolgen. Dr. Klein. Gegenstandsnummer SCP-168. Objektklasse Sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-168 soll im Beobachtungsraum 221-D des Sektors 28 verbleiben. Es sollte im vollen Winkel, den sein Gehäuse ermöglicht, gegenüber dem unverdeckten Fenster angebracht werden. Der Eingang soll verschlossen bleiben, mit verfügbarem Zugang auf Anfrage. Nach vorheriger Recherche soll es nicht als normaler Taschenrechner verwendet werden. Gespräche mit SCP-168 werden empfohlen, sind jedoch auf maximal eine Stunde pro Tag begrenzt. Keine Ausnahmen. Beschreibung. Gefunden auf einem Schreibtisch während der Räumung des abbruchreifen Grundschulgebäudes im Jahr 1990. SCP-168 ist ein grafikfähiger Taschenrechner des Modells HP-28C der Marke Hewlett-Packard. Bei der ersten Inspektion wurde festgestellt, dass der Name Eric in das Innere des abnehmbaren Gehäuses eingraviert war. Nach Eingabe einer einfachen Gleichung, 6 geteilt durch 3, und Drücken der Taste ist gleich, wurde der Bildschirm des Gerätes für 3 Minuten und 34 Sekunden leer, wonach die Funktion Wechsle Taste aktiviert wurde und die folgende Nachricht angezeigt wurde. Wie spät ist es? Für ein Protokoll der Konversation sollten sich diejenigen mit Level 2 Sicherheitsfreigabe den Anhang Report E-12 anschauen. Obwohl SCP-168 nicht ganz mobil ist, hat es Zeichen von Aktion gezeigt, wenn Personal nicht anwesend ist. Es kann sowohl sehen als auch hören,
Doch wie diese Prozesse funktionieren, ist derzeit unbekannt. Weitere Informationen finden sich im Anhang Bericht E-18. Diese Beweise haben zu einer Petition geführt, um das Objekt auf die Euklid-Klasse aufzustufen, was sichere Vorkehrungen für die Eindämmung rechtfertigt. Dokument 168-1, Report E-12. Protokoll des Dialogs zwischen SCP-168 und Dr. Howard am 14. Januar 2008. Kannst du mich hören? Ja. Hast du einen Namen? Taschenrechner. Darf ich dich 168 nennen? Ich wüsste nicht, warum nicht. Gut. Wie lange bist du schon lebendig, 168? Was ist lebendig? Man ist in der Lage zu denken. Oh. SCP-168 hält für etwa 2 Minuten inne. 12 Jahre, 3 Monate, 12 Tage, 8 Minuten, 32 Sekunden. Warum hat das so lange gedauert? Keiner hat das je gefragt. Fahren wir fort. Da ist dein Name in dein Gehäuse geritzt. Wer ist Eric? Eric war nett. Ich mochte Eric. Wo ist er hingegangen? Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist, 168. Was für ein vergesslicher Junge. Ich hoffe, er erinnert sich wieder zurück, zu mir zu kommen. War Eric dein Besitzer? Eric war nett. In Ordnung. Funktionierst du wie ein normaler Taschenrechner? Das sollte ich hoffen. Darf ich dich benutzen, um eine Gleichung zu lösen? Sowas wie 2 plus 2? Ja. Dr. Howard gibt 2 plus 2 ein und drückt die Ist-Gleich-Taste. Das Ergebnis 4 erscheint augenblicklich auf dem Bildschirm von SCP-168. Darf ich eine weitere eingeben, ohne dass ich dir erst sage, was es ist? Ja. Dr. Howard gibt 264 geteilt durch 8 ein und drückt die Ist-Gleich-Taste. Das Ergebnis 33 erscheint nach 12 Sekunden auf dem Bildschirm von SCP-168. Warum hat das so lange gedauert, 168? Schriftliche Division ist schwer. Ich denke, das reicht für heute. Ich werde morgen wieder mit dir reden, 168. Warte, es ist dunkel hier. Kannst du das Fenster öffnen? Es gibt kein Fenster in diesem Raum, 168. Kann ich einen anderen Raum mit einem Fenster haben? Ich fürchte nicht. Nicht fair. Dokument 168-2, Report E-18. Beim Betreten des Lagerraums 185-D, um am Morgen des 15. Januar 2008 mit SCP-168 weiterzutesten, entdeckte ich den einzigen Tisch im Raum hochkant stehend, wobei SCP-168 in einer aufrechten Position daneben lag. Auf seinem Bildschirm stand: Wie gefällt dir das? Lass dir das eine Lehre sein, mich den ganzen Tag im Dunkeln zu lassen, Trottel. Versuche nach diesem Moment mit SCP-168 zu kommunizieren, wurde ignoriert. Ich schlage vor, dass wir es in Raum 221-D verlegen, wenn wir tatsächlich etwas Nützliches aus ihm herauskriegen wollen. Die Zerlegung sollte der letzte Ausweg sein, wenn nichts anderes hilft, um SCP-168 gefügsamer zu machen. Dr. Howard. Gegenstandsnummer SCP-169. Objektklasse Keter. Spezieller Haltungsprozess. Aufgrund seiner Größe kann und wird SCP-169 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals eingedämmt werden. Kein Bauwerk auf der Erde ist groß oder stark genug, um SCP-169 einzudämmen. Der Standort von SCP-169 ist nicht genau bekannt. Doch Satellitenbilder und Analysen der Exzentrizität des Orbits der Erde deuten an, dass sich SCP-169 im südlichen Atlantischen Ozean befindet, wo es sich womöglich um die Spitze Südamerikas erstreckt. Siehe Anhang 0-20.
Jegliche Satellitenaufzeichnung von einer Verschiebung der Landmassen durch SCP-169 müssen von verdeckten Agenten entfernt und zerstört werden. Beschreibung. Es wird vermutet, dass SCP-169 ein Meeresgliederfüßler von gewaltiger Größe ist, der seit Generationen bei Seefahrern und im Volksmund als Leviathan bekannt ist. Zuerst wurde angenommen, dass es sich um einen Mythos handelt, doch am 1900 wurde SCP-169 vom Mobile Task Force Gamma 6 bei Nachforschung zu paranormalen Aktivitäten um das Archipel Koordinaten Grad Süden Grad Minute West entdeckt. Während Gamma 6 Untersuchung entdeckte Dr. Gamma 6-0912, dass sich das Archipel mindestens 3 Kilometer von seinem ursprünglichen Standort fortbewegt hatte. Dr. ging zunächst davon aus, dass diese Bewegung durch einen ungewöhnlich schnellen Kontinentaldrift entstand, doch zeigte ein Aufklärungseinsatz durch die USS, dass das Archipel Vorsprünge von gesteinsartigen Platten waren, die eine gigantische organische Masse bedeckten. Die Foundation wurde umgehend eingeschaltet, um mit dem Gefahrenmanagement zu beginnen. Dr. und Dr. Gamma 6-0421 schätzen, dass SCP-169s Körperlänge zwischen 2000 und 8000 Kilometern beträgt. Man geht davon aus, dass die Kreatur seit der präkambrischen Ära existiert. Keine anderen Exemplare wurden gesichtet. Es ist nahezu nichts über SCP-169s Gewohnheiten bekannt, wie beispielsweise seine Reproduktionsfähigkeiten, wenn vorhanden, seine Nahrungsquelle und sein Nestplatz, wenn vorhanden. Genehmigung von Forschung bezüglich SCP-169 steht noch aus. Das Archipel, das als die Inseln bekannt ist, war in der Vergangenheit unbewohnt, doch wurde 1700 von in Besitz genommen. Bei der Übergabe an die Foundation wurden Anwesende unter dem Vorwand steigender Meeresspiegel evakuiert. Obwohl das Archipel für Jahrtausende über dem Meeresspiegel blieb, könnte jegliche Veränderung der Tiefe von SCP-169 zum Verschwinden des gesamten Archipels führen. SCP-169 bewegt sich langsam, weniger als 1 Kilometer pro Woche, doch scheint es nur zu treiben. Seine Antriebsmethode ist unbekannt. Regelmäßige seismische Erschütterungen scheinen etwa alle 3 Monate ein Atmen anzudeuten, welches geringfügige Verschiebung des Terrains der Inseln verursacht, was darauf hinweist, dass die Kreatur wahrscheinlich schläft. Unterdrückung von Informationen. Die USS wurde nach der Entdeckung von SCP-169 mit Erlaubnis der amerikanischen Regierung umgehend mit seiner gesamten Besatzung versenkt. Der Öffentlichkeit ist es untersagt, das von SCP-169 geschaffene Archipel zu betreten, da dort praktischerweise eine große Zahl bedrohter Vogelarten beheimatet ist. Wie oben angedeutet, müssen Satellitenaufzeichnungen gefälscht werden, um Kenntnis über die Bewegung von SCP-169 zu unterdrücken. NASA kooperiert derzeit mit der Foundation, um die Existenz von SCP-169 geheim zu halten und gestattet der Foundation aktuell die Verwendung ihrer Satelliten für fotografische Zwecke. Anhang 0-20. 1990 entdeckte die US National Oceanic and Atmospheric Administration, eine amerikanische Wissenschaftsbehörde, die nicht mit der Foundation in Verbindung steht und nicht von ihrer Existenz weiß, ein Unterwassergeräusch in einem extrem niedrigen Frequenzbereich, welches von Grad Süd Grad West etwa Kilometer von der südwestlichen Küste Südamerikas entfernt ausging. Trotz bester Bemühungen des verdeckten Agenten IA-1522 erreichten Neuigkeiten über das Geräusch die Medien und erhielten beachtliche Aufmerksamkeit. Analysen der Foundation ergaben, dass ein riesiger Unterwasserorganismus die Quelle für das Geräusch war, und SCP-169 wurde als Quelle spekuliert, da sein Kopf im möglichen Bereich des Rests von SCP-169 zu vermuten war. Das Geräusch bestätigt die Hypothese von Gamma 6-0421, dass SCP-169 riesig war.
Zukünftige Versuche von wissenschaftlichen oder zivilen Gruppen, die Quelle des Geräuschs auszumachen, müssen um jeden Preis gestoppt werden. Gegenstandsnummer SCP-170. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-170 stellt keine Gefahr dar und kann daher in jedem sicheren Aufbewahrungsfach sicher aufbewahrt werden. Aufgrund des möglichen Missbrauchs der Substanz sowie der begrenzten Menge an verfügbarem SCP-170 darf jedoch kein Mitarbeiter diese ohne vorherige Genehmigung von Dr. B. aus dem Lager nehmen. Beschreibung: SCP-170 scheint eine Standardtube mit Sekundenkleber in einer 13 cm langen gelben Tube zu sein. Abgesehen von dem Wort Superglue, das fett auf der Vorderseite gedruckt wurde, gibt es auf der Außenseite des Behälters keine Herstellerangaben oder sonstige Texte. Wann immer irgendeine Menge der Substanz auf festes Material aufgetragen wird und dieser Feststoff in Kontakt mit irgendeiner Oberfläche gebracht wird, verlieren beide Objekte die molekulare Kohäsion in der Umgebung der Kontaktpunkte, sodass man das eine durch das andere drücken kann. Der Effekt hält jedoch nur Momente an. Innerhalb eines Drittels einer Sekunde, in der sich die zwei Oberflächen berühren, wird die Fähigkeit der beiden Oberflächen, die andere zu passieren, aufgehoben, sodass beide dauerhaft miteinander verbunden bleiben. SCP-170 wurde bei einer Razzia auf ein illegales Labor in im Jahr 1900 beschlagnahmt. Die ungewöhnlichen Eigenschaften von SCP-170 waren unbekannt, bis ein Standardtest an allen beschlagnahmten Materialien durchgeführt wurde. Ein Labortechniker verwendete eine Pipette, um eine kleine Menge SCP-170 zur Analyse zu extrahieren. Beim Versuch, die Substanz auf einen Objektträger aufzutragen, glitt die Pipette unmittelbar durch den Objektträger, der sich auf einer Halterung befand. Weitere Tests wurden mit der Pipette und dem Objektträger durchgeführt und es wurde festgestellt, dass sie auf molekularer Ebene verbunden waren. Daraufhin wurde SCP-Personal entsandt, um alle beschlagnahmten Materialien zu beschlagnahmen. Beachtenswerte Tests. Test 04. Testmaterialien: eine schwere Kette, Gewichte in verschiedenen Größen. Prozedur: eine kleine Menge SCP-170 wurde auf das letzte Glied der Kette aufgetragen, die dann mit der verstärkten Decke des Sicherheitsbereichs 17F verbunden wurde. Gewichte verschiedener Größen wurden dann an die Kette gehängt, um den strukturellen Bruchpunkt der Bindung zu bestimmen. Ergebnisse: nachdem 9 Tonnen aufgehängt worden waren, riss die Kette schließlich, aber nicht am Bindungspunkt. Sie riss am 9. Glied von unten. Alle Verbindungen, außer der in die Decke eingebetteten, wurden getestet und es zeigten sich Anzeichen von Verzerrung und Dehnung. Der Bindungspunkt in der Decke zeigt jedoch keine Anzeichen von Schwäche oder Trennung von Kette und Decke. Test 07. Testmaterialien: zwei identische Würfel aus 24 Karat Gold, so nah wie möglich an 100% Reinheit. Prozedur: unter Verwendung von Roboterarmen, um eine perfekte Ausrichtung sicherzustellen, wurde Würfel 1, der Würfel mit SCP-170, vollständig durch Würfel 2 geschoben, was einen Goldwürfel ergab, der die Größe von einer der beiden ursprünglichen Würfeln entsprach. Ergebnisse: bei der Untersuchung des einzig verbleibenden Würfels wurde eine Dichte von 38,6 Gramm pro Kubikzentimeter festgestellt, was genau der doppelten Dichte von Gold entspricht. Selbst das Schmelzen der Probe änderte nichts daran, da das resultierende flüssige Gold ebenfalls die gleiche Dichte aufwies. Dies bedeutet, dass sich die Substanzen nicht gegenseitig verdrängen. Jedes Atom wird berücksichtigt. Die Analyse der Atome hat bewiesen, dass sie reguläre Goldatome sind, was impliziert, dass sie keine Kernfusion durchlaufen, um die Dichtezunahme zu erreichen. Die Atome wurden in einen kleineren Raum gepackt, als die Gesetze der Physik es zu erlauben scheinen.
Angesichts dieses Experiments hat Dr. um die Erlaubnis gebeten, SCP-170 zu verwenden, um zwei Uranstücke zusammenzukleben, um eine spaltbare Probe zu erhalten. Aufgrund der offensichtlichen Sicherheitsbedenken, die dies aufwirft, wurde diese Frage abgelehnt. Test 12. Testmaterialien, ein D-Klasse-Personal, ein Holzschreibtisch. Prozedur. Erster Test mit lebenden biologischen Probanden. Der D-Klasse-Mitarbeiter hatte eine kleine Menge von SCP-170 an seinem rechten Zeigefinger und wurde angewiesen, den Schreibtisch anzustupsen. Ergebnisse: Der Finger des Probanden sank bis zum ersten Fingerknöchel in den Schreibtisch ein. Trotz offensichtlicher Panik berichtete das Subjekt von keinen Schmerzen, Unbehagen oder Empfindung unter dem Bindungspunkt. Sein Finger begann jedoch schnell anzuschwellen und wurde purpurn, da sein Kreislaufsystem weiterhin Blut in ein Gebiet pumpte und es nicht mehr zurückkommen konnte. Der Finger wurde zwischen dem ersten und zweiten Fingerknöchel amputiert. Test 19. Testmaterialien: ein Pratt & Whitney F-100 Düsentriebwerk, die verstärkte Decke des Eindämmungsbereichs 19b. Prozedur: SCP-170 wurde auf Düsentriebwerk aufgetragen, die schnell 3,2 cm in die Decke der Kammer geschoben wurde. Nach dem Anschließen eines geeigneten Kraftstoffversorgungs- und Steuerungssystems wurde das Düsentriebwerk gezündet. Ergebnisse: Der Motor wurde 40 Minuten lang kontinuierlich mit hoher Geschwindigkeit betrieben, während die Kameras die Verbindungsstelle auf Anzeichen von Belastung überwachten. Während im Beton um die Verbindungsstelle kleine Risse erschienen, gab es auch bei einer Kraft von 120.000 Newton keine Hinweise auf mögliche Strukturbrüche oder Ablösung der beiden Materialien. Gegenstandsnummer SCP-171. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. Ein 4500 Liter fassender Pool mit Meerwasser, der im Bioforschungsstandort 13 lokalisiert ist, ist der derzeitige Untersuchungsort von SCP-171. Auch wenn es nicht unmittelbar gefährlich ist, ist ein minimaler physischer Kontakt zwischen SCP-171-Sekretionen und seinen Wirten beobachtbar. Jegliche Kommunikation zwischen den Wirten und Forschern müssen aufgezeichnet und transkribiert werden. Menschliche Wirte werden mit einer veganen Diät ihrer eigenen Wahl gefüttert. Andere tierische Wirten sollen angemessen gefüttert werden. Dem Tank muss regelmäßig frisches Meerwasser zugeführt werden. Beschreibung. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass SCP-171 eine Kolonie von mikroskopischen Organismen, ähnlich wie SCP-968 oder SCP-165 sei. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass SCP-171 eine einzelne Entität ist, die bei der Erstbegegnung 300 Quadratmeter umspannte. SCP-171 ist eine netzartige Matrix aus kleinen, dünnen Ranken aus Neuronen, Schleimdrüsen und Muskelfasern, die in selbst erzeugten luftigen Schaum aufgehängt sind. Es ist ihm nicht möglich, sich aus eigenem Antrieb zu bewegen und attackiert oder frisst andere Lebewesen nicht aktiv. Stattdessen versucht es, eine symbiotische Beziehung mit allen Organismen, mit denen es in Kontakt kommt, einzugehen. Flagellen der Muskeln ummanteln die neuralen Fasern, die Schleim, Meerwasser, Süßwasser und andere Sekrete zu Blasen formen, um eine große unterstützende Schaumschicht zu bilden. Jegliche Kreatur, die eine signifikante Zeitspanne in Kontakt mit der Matrix von SCP-171 erbringt, riskiert es, in sein kollektives, anhaltendes Bewusstsein integriert zu werden. Personen, die von SCP-171 Schaum bedeckt wurden, beschrieben, dass sie ein kribbelndes oder kitzelndes Gefühl empfanden, wobei Forscher beobachteten, dass es sich hierbei um SCP-171 Geißeln handelt, die sich durch die Haut graben, um sich direkt in das Nervensystem des Subjekts zu integrieren. Nach einer gewissen Zeit expandieren die einfachen Motorneuronen des Subjekts zu komplexen bidirektional positiven Kommunikationsnexi,
die es den Gehirnen der Wirte erlaubt, miteinander und der Entität von SCP-171 zu kommunizieren. Über die Zeit wird die Individualität der Subjekte in die Matrix von SCP-171 eingebaut und teilt sich diese mit anderen, was in einem kollektiven Bewusstsein resultiert, in dem individuelle Persönlichkeit nicht existent sind. Aktuell sind 19 menschliche Wirtsubjekte in SCP-171, 11 Zivilisten, 8 Klasse-D-Mitarbeiter. Subjekten ist es möglich, sich im Schaum umherzubewegen, ohne den Bewusstseinskontakt mit dem Kollektiv zu verlieren. Da Neurorezeptoren auf der Hautoberfläche der Subjekte eine chemische Kommunikation zwischen dem Subjekt und SCP-171 bilden. So etwa wie Endaxone funktionieren, die mit Dendriten im Gehirn kommunizieren. Diese Rezeptoren auf der Haut sehen aus wie kleine weiße bis klare Muttermale, die etwas erhöht sind und sehr sensitiv auf Berührung reagieren. Manche Subjekte verschwinden im Schaum von SCP-171 und werden für mehrere Monate nicht mehr gesehen. Es ist unbekannt, wie sie ohne frisches Wasser und Nahrung überleben können. Andere enthaltene Wirte: 2 australische Tümmler, ursprünglich 4, 4 Seemöwen, 3 wurden eingeschläfert, 41 Fische verschiedener Spezies, zu Studienzwecke eingeschläfert, 27 Strandkrebse, für Studienzwecke eingeschläfert, und ein Hund. Innerhalb von 2 Stunden beginnen sich Neurorezeptoren auf der Haut zu formen und erhalten so neuralen Kontakt zur SCP-171. Nach 3 Stunden hat sich eine psychologische Verbindung zwischen den Subjekten und dem Kollektiv etabliert. Nach 6 Stunden hat sich eine komplette Verbindung und Abhängigkeit vom Kollektiv ausgebildet. Nun resultiert das Entfernen des Subjektes vom Kontakt mit SCP-171 in manischen und gewalttätigen Verhalten, was zudem zusätzlich mit einem komplexen psychischen Zusammenbruch des Individuums einhergeht, der zu einem vegetativen Geisteszustand führen kann. 4 Individuen wurden bereits auf diese Weise verloren. Wenn diese befragt werden, sprechen alle Wirtsubjekte mit demselben kollektiven Bewusstsein, als wären sie Teile einer einzigen Entität. Das Kollektiv ist sich selbst und seiner Zusammensetzung aus diversen Individuen bewusst und beklagt sogar den Verlust jedes einzelnen Ichs. SCP-171 teilt Forschern mit, dass es versteht, was es ist, aber nicht weiß, woher es kommt, und erklärt, dass seine eigene Intelligenz und die Intelligenz der Wirte, die es aufgenommen hat, zu simpel sind, um seinen Ursprung zu verstehen oder sich daran zu erinnern. Forscher haben eine Veränderung von SCP-171 Persönlichkeit festgestellt, nachdem Klasse-D-Mitarbeiter in es integriert wurden und beschlossen, die Aufnahme von gewalttätigen, feindseligen oder bösartigen Mitarbeitern ab diesem Zeitpunkt zu verbieten. SCP-171 hat ausgedrückt, dass es sich durch Meditation und Verständnis dazu entschieden hat, den Konsum von anderen Tieren zu vermeiden, soweit dies möglich ist. Nachtrag 171-1. SCP-171 wurde zuerst von Strandspaziergängern und Surfern am 12. August 2007 an der australischen Küste nahe Jamba, New South Wales, entdeckt. Als Zivilisten im Schaum spielten, begannen sie abnormale Hautleiden zu empfinden. Beamte der Seuchenschutzbehörde kontaktierten SCP-Mitarbeiter, nachdem es ihnen nicht möglich war, diese Anomalie zu erklären. Nachtrag 171-2. Mitarbeiter, die wünschen, freiwillig in SCP-171 integriert zu werden, müssen sich vorher einer kompletten psychologischen Evaluation unterziehen, um ihren geistigen Gesundheitszustand festzustellen, der spezielle Betonung auf eine mögliche Trennung von der Menschheit und potenzielle Selbstmordneigung zeigt. Sie müssen mehrfach davor gewarnt werden, dass eine solche Integration permanent ist und keine Beweise dafür existieren, dass SCP-171 einen Zustand von höherem Bewusstsein ermöglicht oder sich das Bewusstsein tatsächlich von unserem eigenen unterscheidet. Wenn das Subjekt seinem Wunsch, integriert zu werden, beharrt und nachgewiesen wurde, dass es diese Entscheidung um Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten fällte, ist es ihm erlaubt, dies auch zu tun. Gegenstandsnummer
SCP-172. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. Jeder Mitarbeiter, der sich Zugang zu SCP-172 wünscht, benötigt eine schriftliche Genehmigung und muss sich einer einstündigen Trainingseinheit unterziehen. Jede Interaktion mit SCP-172 muss von mindestens einem Klasse-4-Mitarbeiter beaufsichtigt werden, der die Sitzung nach seinem Ermessen beenden kann. Wirklich jede Aufzeichnung, Zeichnung oder Schriftverkehr, die von SCP-172 produziert werden, müssen sofort Dr. B. der Übertragung vorgelegt werden. Begründete Anfragen von SCP-172 sollen nach der Genehmigung von Dr. B. stattgegeben werden. SCP-172 ist es erlaubt, mit einer Genehmigung seinen Eindämmungsbereich zu verlassen, solange es von einem bewaffneten Klasse-4-Mitarbeiter begleitet wird. Bewaffnetes Personal ist an der Tür von SCP-172 zu stationieren. Sollte SCP-172 versuchen zu entkommen, muss es erst darum gebeten werden, damit aufzuhören und dann in seinen Eindämmungsbereich zurückgeführt werden. Der Eindämmungsbereich muss mit Papierstiften und jeder zusätzlichen Komponente, die von SCP-172 angefragt wird, ausgestattet werden. Tische, Stühle und jedes weitere Möbelstück, das von SCP-172 angefordert wird, muss nach der Genehmigung von Dr. bereitgestellt werden. Beim Eintritt seines inaktiven Zustands sollte SCP-172 in seine Transportkiste platziert werden, bis es wieder aufgezogen wird. Beschreibung: SCP-172 scheint ein menschliches Wesen, 34 Jahre alt und 1,85 Meter groß zu sein. Es hat schwarze Haare und einen Bart, ist 175,5 Kilogramm schwer und ist von russischer Abstammung. SCP-172s Persönlichkeit ist sehr freundlich und intelligent, wenn auch etwas langweilig und eintönig. SCP-172 bevorzugt Kleidung aus den 1860ern und trägt zum Beispiel auch immer einen großen, kunstvollen Schlüssel an einer langen Halskette. Es hat sich selbst nie namentlich identifiziert und ist nicht dadurch beleidigt, dass man es mit seiner Benennungsnummer anredet. Im Inneren ist SCP-172 ein unglaublich komplexer Automat im Besitz von über 2 Millionen Teilen und 18 Millionen Komponenten bei der letzten Zählung. Komponententeile scheinen aus Glas, Seide, Holz, Stahl, Messing, Gummi und verschiedenen anderen Substanzen zu sein. Ähnlichkeiten zwischen dieser Konstruktion und die von SCP-2776 lassen auf den oder dieselben Schöpfer schließen. SCP-172 hat auch verschiedene Module, die mithilfe einer Klappe in seiner Brust installiert werden können. Diese scheinen sein Verhalten, seine Sprechweise, Bewegung und verschiedene Parameter basierend auf der Position in der Körperaushöhlung und Modulkomponenten zu verändern. SCP-172 hat nach aktueller Zählung 46 Module, wobei er 3 davon während der Haft von der Foundation gebaut hat. Aktuell ist SCP-172 mit dem Ingenieurmodell geladen. Module werden von SCP-172 als Verwalter, Soldat, Mediziner, Mutter und König identifiziert. Doch ist dies keinesfalls eine vollumfängliche Liste. Siehe Dokument 172-2. Unter keinen Umständen sind Module ohne eine O5-Level-Autorisierung zu ersetzen. SCP-172 wird mit einer Antriebsfeder betrieben, die mit dem Schlüssel im Besitz von SCP-172 aufgezogen wird, nachdem man diesen in ein Loch am Nackenansatz steckt. SCP-172 kann mit einem einzigen kompletten Aufzug für 8 Stunden arbeiten. Es scheint, während es arbeitet, gänzlich menschlich und ist dazu imstande, alle menschlichen Grundfunktionen auszuführen. SCP-172 hat kein Bedürfnis zu essen, zu atmen oder zu schlafen, aber wird all diese Funktionen ausführen, wenn man es ihm erlaubt, dies zu tun. Es ist extrem gehorsam und wird jedem Befehl, der ihm gegeben wurde, bestmöglich Folge leisten. SCP-172 betrachtet seine Existenz nicht als seltsam und behauptet, es sei menschlich, selbst wenn es seine internen Komponenten zeigt. Es ist auch extrem empfindlich und man muss sehr Acht geben, um es instand zu halten und seine Funktionen aufrechtzuerhalten.
SCP-172 hat auch einen Grad an mechanischem Können gezeigt, was nichts Geringeres als übernatürlich ist. SCP-172 ist dazu in der Lage, jedes mechanische Gerät zu analysieren und zu kopieren, mit dem es in Kontakt kommt. Dies zeigte sich zuerst, als es offensichtlich wurde, dass Schlösser jeder Art SCP-172 nicht halten können. Es hat außerdem verschiedene Kopien oder aufgewertete Versionen von SCP-Technologie gemacht, alles basierend auf einem unglaublich komplexen Uhrwerk. Am erwähnenswertesten wäre... Daten gelöscht. Dokument 172-4R. Notizen zur Bergung von SCP-172. SCP-172 wurde nach dem Großen Krieg in einer Kammer unter einem früheren Ferienhaus des Zaren geborgen. Verstreuter Bombardierung ausgesetzt waren die Kammer und deren Inhalt schwer beschädigt, aber SCP-172 wurde intakt zusammen mit vielen Modulen und seinem Schlüssel in einer Eisenkiste gefunden. Das Objekt wurde von Arbeitern entfernt und innerhalb von Testanlagen aufgezogen. SCP-172 schien aus einem Tiefschlaf aufzuwachen und verfuhr damit, jeden Anwesenden auf Russisch zu grüßen. Als Agent vor Überraschung aufschrie, drückte SCP-172 gegen seine Brust und wiederholte seine Grüße auf Englisch. Als man SCP-172 befragte, erklärte es, dass er seine letzte Erinnerung die war, dass er mit einem kleinen Jungen spielte. Der Junge ging. Und SCP-172 begann sich sehr müde zu fühlen, also kehrte es zu der Kiste zurück. Es hat keine Erinnerung an seine Schöpfung, seinen Schöpfer oder Namen. Gegenstandsnummer SCP-173. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. Gegenstand SCP-173 ist jederzeit in einem verschlossenen Container aufzubewahren. Wenn Personal SCP-173s Container betreten muss, dürfen ihn nicht weniger als 3 Personen gleichzeitig betreten und die Tür ist hinter ihnen wieder zu verschließen. Zu jeder Zeit müssen 2 Personen direkten Blickkontakt mit SCP-173 halten, bis das ganze Personal den Container geräumt und wieder verschlossen hat. Beschreibung: SCP-173 wurde 1993 nach Standort 19 verlegt. Die Herkunft ist bislang unbekannt. Es ist aus Beton und Bewehrungsstäben mit Spuren von Sprühfarbe der Marke Krylon gebaut. SCP-173 ist bewegungsfähig und extrem feindselig. Das Objekt kann sich nicht bewegen, wenn es außerhalb einer direkten Blickachse liegt. Der Blickkontakt mit SCP-173 darf keinesfalls unterbrochen werden. Personal, das beauftragt wurde, den Container zu betreten, ist angewiesen, einander ihr Blinzeln anzukündigen. Es wird berichtet, dass das Objekt durch Genickbruch kurz unter der Schädelbasis angreift oder durch Strangulation. Sollte es zu einem Angriff kommen, hat das Personal Klasse 4 Gefahren, Objekteindämmungsverfahren zu befolgen. Das Personal berichtet von Geräuschen wie schabendem Stein, die aus dem Container ausgehen, wenn sich niemand darin befindet. Dies wird als normal betrachtet und sollte sich an diesem Verhalten etwas ändern, ist der diensthabende HMCL-Aufseher zu benachrichtigen. Die rotbraune Substanz am Boden ist eine Mischung aus Fäkalien und Blut. Die Herkunft dieser Materialien ist unbekannt. Das Gehege ist 2-wöchig zu reinigen. Gegenstandsnummer SCP-174. Objektklasse Euklid. Siehe Vorfallsbericht 174-A. Spezieller Haltungsprozess. SCP-174 ist in der Lagereinheit 07 an Standort 19 eingedämmt. Für das Entfernen von SCP-174 aus der Eindämmung ist die Erlaubnis von 2 Level-4-Mitarbeitern notwendig, die mit der Entität vertraut sind. Vorzugsweise sollen Mitarbeiter zur Interaktion mit SCP-174 herangezogen werden, die ein hohes Ergebnis auf der psychischen Belastungsskala zeigen.
Jegliches Personal, das zur SCP-174 Kontakt hatte, wird einer psychologischen Untersuchung unterzogen. Diejenigen, die obsessives oder beschützende Tendenzen gegenüber dem Objekt zeigen, werden mit Klasse B-Amnesikum behandelt und für 72 Stunden überwacht. Anhang zur Eindämmungsprozedur 2000. Vorfall 174-A folgend wird SCP-174 und die Hauptkammer der Lagereinheit 07 zu jeder Zeit mit Videokameras überwacht. Abnormale Aktivität müssen unverzüglich Dr. A. gemeldet werden. Weiterhin wird ein GPS-Peilsender an SCP-174 installiert. Damit die Wiedererlangung beschleunigt wird, sollte das Objekt außerhalb der Obhut der Foundation translokieren. Beschreibung. SCP-174 ist eine hölzerne Baurednerpuppe, die von Kopf bis Fuß 21 cm misst, mit etwas zerfetzten Kleidungsstücken und leichter Beschädigung an manchen Stellen. Beurteilt nach dem Stil des Objektes und dem bedauerlichen Zustand, wird es auf das frühe 20. Jahrhundert datiert. Die Augen und der Mund von SCP-174 können, durch einen Mechanismus innerhalb der Figur, bewegt werden. Subjekte berichten öfter, dass wenn SCP-174 aus dem peripheren Sichtfeld angesehen wird, es sie direkt mit einem Ausdruck von Verlangen und Traurigkeit anblickt. Wenn die Subjekte SCP-174 direkt ansehen, ist dieser abnormale Ausdruck nicht erkennbar. Indirektes Erblicken von SCP-174, wie in einem Spiegel oder eine Video-Live-Übertragung, scheinen die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Effekt manifestiert, zu erhöhen. Mitarbeiter in der Nähe von SCP-174 beschreiben ein allgemeines Gefühl der Traurigkeit oder Sympathie gegenüber der Figur, aber können keinen Grund für diese Gefühle benennen. Anhaltende Aussetzung kann dazu führen, dass Mitarbeiter die Figur zu größerem Ausmaß personifizieren. Diejenigen mit besonders niedrigem Wert auf der psychischen Belastungsskala beginnen sich zu verhalten, als wäre SCP-174 ein lebendiges Wesen, zum Beispiel es zu halten, als wäre es ein Baby. Wenn diese über ihr abnormales Verhalten aufgeklärt wurden, kehrt das gesamte Personal zu seinem ursprünglichen Verhaltensmuster von vor einigen Minuten zurück. Subjekte, welche SCP-174 auf ihrer Hand platzieren, berichten über ein Verlangen, sich mit ihm zu unterhalten. Auf Nachfrage berichteten sie wiederholt, dass die Figur einsam ist und Gesellschaft brauche. Das Subjekt wird außerdem damit anfangen, für SCP-174 zu sprechen und seinen Gesichtsausdruck zu manipulieren. Wenn sie für die Figur sprechen, wird die Stimme der Subjekte eine schrille, kinderartige Stimme annehmen. Aufnahmen mit hochsensitivem Mikrofon haben festgestellt, dass eigentlich zu keiner Zeit die Figur selbst spricht oder wahrnehmbare Geräusche macht. Ungeachtet der Erfahrung der Subjekte wird die Handlung nahezu perfekt sein. Die Konversation wird sich schnell zu einer Diskussion über den emotionalen Zustand der Figur wandeln, teilweise in Verbindung mit seiner Vergangenheit, die zu einer Nacherzählung der Figur über die Geschichte, wie sie zurückgelassen oder misshandelt wurde, führt. Keine dieser Geschichten wurde jemals wiederholt. Und deshalb weiß niemand, welche, falls überhaupt eine, davon richtig ist. Forscher haben die Theorie aufgestellt, dass SCP-174 niedrige telepathische Fähigkeiten besitzt, da jede Geschichte sich um ein Thema zu handeln scheint, das einen speziellen Zusammenhang mit dem aktuellen Subjekt trägt. Nach diesem Punkt wird das Subjekt große Zuneigung für SCP-174 zeigen und versuchen, es vor Leuten, die ihm zu nahe kommen, und versuchen, mit ihm zu interagieren, zu beschützen. In manchen Fällen sogar mit tödlicher Gewalt. Subjekte bezeichnen SCP-174 oft als ihr Baby oder sie benutzen andere starke Kosenamen, wenn es sich auf sie bezieht. Dieser Effekt hält für mehrere Stunden an, nachdem das Subjekt und SCP-174 getrennt wurden. Und in mindestens einem Fall hat sich dieser Effekt nicht für 2 Wochen nach dem letzten Kontakt aufgelöst. Ob der Effekt jemals nachgelassen hat, ist unbekannt, da das fragliche Subjekt aufgrund des Fehlens eines triftigen Grundes terminiert wurde. Subjekte, die komplett von SCP-174 isoliert werden, werden paranoid bezüglich der Sicherheit der Figur und erleiden oft einen mentalen Zusammenbruch, der sich ähnlich dem einer Mutter, die von ihrem Kind getrennt wird, äußert.
Klasse B oder stärkere Amnesiker haben sich als wirksam erwiesen, sowohl das obsessive Verhalten als auch das resultierende mentale Trauma der meisten zu behandeln. Jedoch fast alle, die sich zu einer solchen Prozedur unterziehen, beklagen sich über ein Verlustgefühl und werden depressiv. Anhang 174-1. Experimentbericht, Abschrift des Filmmaterials. Subjekt D-14285, weiblich 21. Keine kriminelle Vergangenheit. Leitender Forscher Dr. Ort, Isolierzelle A4. Forscher und Personal beobachten durch einen Spionspiegel. Standort 19. D-14285 wird befohlen, SCP-174 auf seine Hand zu platzieren. Nach anfänglichem Zögern tut es das Subjekt auch. Nach einigen Sekunden beginnt das Subjekt eine profane Konversation mit SCP-174. Nach ungefähr 2 Minuten fragt das Subjekt SCP-174, was ist dir denn passiert? Woraufhin die Figur beginnt, eine Geschichte, wie sie bei einem Gebäudebrand zurückgelassen und beschädigt und danach von seinem ursprünglichen Besitzer weggeworfen wurde, nachzuerzählen. Notiz: Aufzeichnungen über das Subjekt indizieren, dass ihr Haus 1900 einer Brandstiftung zum Opfer fiel. Das Subjekt beginnt damit, die Figur zu trösten und beruhigt sie mit normalen, positiven Aussagen. Die Figur bemerkt, dass sie alleine ist und Freunde finden möchte. Das Subjekt fängt an, mit seiner freien Hand gegen die Tür zu schlagen und zu hämmern. Als die Wachen die Zelle mit gezogener Waffe betreten, zieht sich das Subjekt in die Ecke der Zelle zurück, beruhigt die Figur und flüstert ihr zu. Der exakte Wortlaut wurde von dem Mikrofon nicht aufgenommen. Die Wachen fahren fort, SCP-174 vom Subjekt zu entfernen und verlassen die Zelle. Hier begann das Subjekt nun, "Sie haben es, mein wundervolles Baby!" zu schreien und beginnt, in einem sinnlosen Fluchtversuch, die Tür zu schlagen und zu treten. Notiz: Hier ordnete Dr. an, das Experiment zu beenden. D-14285 wurde terminiert, nachdem Versuche, sie zu beruhigen, fehlschlugen. Dieses Experiment war eines der ersten, das mit SCP-174 durchgeführt wurde, bevor die Wirksamkeit von Amnesika offensichtlich wurde. Anhang 174-2. Vorfallsbericht 174-A. Am 2000 betrat Dr. die Lagereinheit 07, um SCP-174 auf dem Boden der Isolierzelle sitzend vorzufinden, wo es direkt auf die Haupteingangstür blickte. Die Tür zur SCP-174s Zelle war fest verschlossen, ohne dass ein Zugang in den letzten Wochen aufgezeichnet wurde. Nachdem es in die Eindämmung zurückgelegt wurde, wurde als Vorkehrung gegenüber zukünftigen Translokationen eine Videoüberwachung installiert und ein GPS-Peilsender an SCP-174 angebracht. Gegenstandsnummer SCP-175. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. Wenn es nicht gerade Tests unterzogen wird, muss SCP-175 in einem Metalltresor aufbewahrt werden. Der Tresor ist gemeinsam mit anderen wartungsarmen SCPs in einem Lagerraum bei Standort sicherzustellen. In Übereinstimmung mit Sicherheitsprotokoll Daten gelöscht wird der Raum jederzeit von 2 Mitgliedern des Sicherheitspersonals bewacht. Beschreibung: Ist SCP-175 gerade nicht aktiv, ähnelt es einem vergilbten Stück Pergament, nicht viel größer als ein normales Blatt Papier. Die Ränder sind eingerissen und insgesamt erscheint es verwittert und spröde. Tatsächlich ist SCP-175 aber ziemlich biegsam und trotz seiner abgenutzten Erscheinung unzerstörbar. Es hat sich allen Versuchen widersetzt, Stücke zu Testzwecken zu entfernen. Die interessanteren Besonderheiten von SCP-175 werden aufgedeckt, wenn es in relative Nähe zu einem vergrabenen Objekt gebracht wird. Der Abstandsbereich scheint durch unbekannte Parameter zu variieren. SCP-175 wurde aktiv in Entfernung von nur 30 Metern bis hin zu mehreren Kilometern. Im Schnitt liegt die Entfernung jedoch zwischen 100 und 200 Metern.
Sollte SCP-175 aktiv werden, verändert sich dessen Erscheinungsbild in eine Karte, eine Reihe von Anweisungen, um zu dem vergrabenen Objekt zu gelangen, oder eine Mischung aus beidem. Obwohl die ungefähre Größe und Form von SCP-175 konstant bleibt, kann sich sein Aussehen ändern, um verschiedenen anderen Papier- und Pergamentsorten zu ähneln, und das Schreib- und Zeichengerät sowie der Stil variieren ebenfalls. Dies scheint auf der Mentalität des Individuums oder der Individuen zu basieren, welche das Objekt vergraben haben. Für eine unvollständige Liste der vergrabenen Objekte sowie jener Individuen, die sie vergraben haben, siehe Dokument 175-08. Sollte das vergrabene Objekt an die Oberfläche befördert oder die Karte aus der Reichweite des Objekts gebracht werden, kehrt SCP-175 in seinen normalen Zustand zurück. Dokument 175-08. Unvollständige Liste vergrabener Objekte, der Individuen, die diese Objekte vergraben haben, und der Erscheinungsbilder von SCP-175. Sofern nicht anderweitig angegeben, fanden alle Experimente in Daten gelöscht statt. Dr. vergrub eine Holzkiste. SCP-175 wurde zu einem Stück Millimeterpapier sowie einer mit Bleistift gezeichneten Karte des umliegenden Gebiets, komplett durch eine Legende am unteren linken Rand. Die Lage des Schatzes war klar markiert. Dr. merkte an, dass die Handschrift auf SCP-175 der seinen zum Verwechseln ähnlich sah. Ein 5-jähriges weibliches Kind von Dr. wurde angewiesen, eine mit einigen ihrer Spielsachen gefüllte Holzkiste zu vergraben. SCP-175 wurde zu einer mit Buntstift gezeichneten Karte des umliegenden Gebiets auf einer weißen Blatt Papier, eindeutig dem Stil eines normalen Kindes in diesem Alter nachempfunden. Ein 10-jähriges männliches Kind von Agent wurde angewiesen, eine mit seinen Comics gefüllte Kiste zu vergraben. SCP-175 wurde zu einer Liste von Beschreibungen auf liniertem gelbem Papier, basierend auf mehreren Orientierungspunkten in der Umgebung, Bäume, Felsen etc. Die Beschreibungen beinhalteten, wo man anzufangen hatte und wie viele Schritte zum nächsten Orientierungspunkt zurückzulegen war, wann man in welche Richtung abbiegen musste und schließlich, wo man zu graben hatte. Die Beschreibungen waren mit Rechtschreibfehlern gespickt, wie es dem Wissensstand eines Kindes in diesem Alter entspricht. Ein hoch angesehener professioneller Landschaftskünstler wurde angewiesen, eine leere Holzkiste zu vergraben. SCP-175 wurde zu einer Malerleinwand mit einer detailgetreu und gemalten Draufsicht des umliegenden Bereichs, mit einem X, welches den Punkt beschrieb, wo die Kiste begraben worden war. Ein professioneller Ersteller von Puzzles und Kreuzworträtseln wurde angewiesen, eine Holzkiste zu vergraben. SCP-175 wurde zu einem Stück Millimeterpapier mit mehreren eingefärbten Kreuzwort und verschiedenen anderen Worträtseln nebst Metapuzzle. Die kleineren Puzzle zu lösen war notwendig, um die Buchstaben zur Lösung des Metapuzzle zu finden, welches eine Liste von Beschreibungen darstellte, wo das vergrabene Objekt zu finden war. Agent, welcher sich an eine Kiste mit mehreren Objekten darin erinnern konnte, die er im Alter von 8 in seinem Hinterhof vergraben hatte, reiste mit einem Forscherteam nach Daten gelöscht. SCP-175 wurde zu einer mit Bleistift gezeichneten Karte des umliegenden Bereichs, nebst Etiketten, die nicht seiner damaligen Handschrift entsprachen, wohl aber mit seiner Handschrift auf den Briefen und die er in jenem Alter geschrieben hatte, und die von seinen Eltern aufbewahrt worden waren. Am bemerkenswerten ist aber, dass die Karte mehrere Bäume beinhaltete, welche in den Jahren, seitdem die Kiste begraben wurde, gefällt worden waren. Ein Mitglied der Klasse D, welches vor seiner Verurteilung als Serienkiller ein professioneller Architekt gewesen war, wurde angewiesen, eine Holzkiste zu vergraben. Daten gelöscht. Für alle Details seien jene mit ausreichender Freigabe Anhang 175-13 zu verweisen.
Während des Transports von SCP-175 gemeinsam mit mehreren anderen als sicher klassifizierten SCPs nach Daten gelöscht, berichtete einer der Wachen im Truck von einem schrillen Heulen aus jener Kiste, die SCP-175 enthielt. Dem Protokoll folgend wurde der Truck angehalten und evakuiert und die nächste Taskforce, Mobile Task Force Omega 7, Pandoras Box, zu Deutsch Pandoras Büchse, wurde zur Untersuchung entsandt, nachdem sie über den Inhalt der Kiste informiert worden waren. Der Nachbesprechung konnte entnommen werden, dass sie ein Stück Metall fanden, den Urheber des Heulens, und der Ton nahm an Tonhöhe und Lautstärke zu, als sie sich einem bestimmten Ort näherten. Grabungen in diesem Bereich legten SCP frei. An diesem Punkt kehrte das Metallstück in den inaktiven Zustand von SCP-175 zurück. Anhang 175-13. Am wurde ein Mitglied der Klasse D, der vor seiner Verurteilung als Serienkiller ein professioneller Architekt gewesen war, angewiesen, eine Holzkiste zu vergraben. Der voraussichtliche Zweck dieses Experiments war, herauszufinden, wie SCP-175 aussehen würde, wenn ein Architekt etwas vergraben hätte. Als Dr. SCP-175 betrachtete, als die Kiste vergraben war, fing er sofort an zu schreien, fiel auf die Knie, umklammerte seinen Kopf mit beiden Händen und ließ SCP-175 auf den Boden fallen, glücklicherweise mit der Oberseite nach unten. Agent, der während des Experiments an der Seite von Dr. stand, berichtete von einer flackernden Farbmasse und einem Gefühl extremer Übelkeit, als er einen kurzen Blick auf SCP-175 erhaschte, bevor es auf den Boden glitt. Er grub die Kiste schnell aus, um SCP-175 wieder in den Ausgangslage zu bringen. Dr. fiel nach diesem Zwischenfall ins Koma und intensives psychologisches Screening offenbarte eine gut versteckte Schizophrenie und Soziopathie. Seit diesem Experiment wurde ein strenges Protokoll angeführt, um die psychische Gesundheit der Forscher zu wahren. Gegenstandsnummer SCP-176. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-176 wird vor Ort unter dem Deckmantel einer chemischen Kontamination eingedämmt. Jeder Zivilist, der versucht, Zugang zu SCP-176 zu erhalten, muss daran gehindert werden. Mehrere Zeitrafferkameras sind im Beobachtungsraum aufgestellt und mit kontinuierlich laufenden Analysecomputern verbunden. Werden jegliche Abweichungen in den Aufnahmen beobachtet, sind diese sofort zu sichern und ein Vorgesetzter muss darüber informiert werden. Beschreibung: SCP-176 ist eine verlassene Chemiefabrik in der Nähe von Daten gelöscht. Das Gebäude besteht aus einer Fabrikationsetage und einem Beobachtungsraum auf der zweiten Etage, getrennt von dem Hauptraum durch Einwegspiegel. Es gibt drei Eingänge zu dem Gebäude. Ein Dreitür-Ladedock, dessen Türen zugeschweißt wurden, ein Mitarbeitereingang im Erdgeschoss und ein Eingang zum Beobachtungsraum in der zweiten Etage, zugänglich über eine Stahltreppe am nördlichen Ende des Gebäudes. Wird das Hauptgebäude durch das Ladedock oder den Mitarbeitereingang betreten, werden keine Anomalien beobachtet, lediglich ein leerer Raum in heruntergekommenen Zustand mit einer geringen Menge von Metallschrott einer verlassenen Fabrik. Das innere Treppenhaus, das zum Beobachtungsraum, ist zerstört und nicht zugänglich. Jeder Versuch, den Beobachtungsraum vom Inneren des Gebäudes durch die Zugangstür sowie durch die Fenster zu erreichen, schlug fehl. Wird der Beobachtungsraum über die zweite Etage von außen betreten, findet man einen Fabrikbeobachtungsraum in baufälligem Zustand. Betrachtet man allerdings die Fabrik vom Beobachtungsraum aus, ist die anormale Eigenschaft von SCP-176 sichtbar. Der Blick vom Beobachtungsraum zeigt eine statische, sich wiederholende Szene mit einer Dauer von ungefähr 11,3 Sekunden, bevor sie sich wiederholt.
Durch das Fenster ist ein Raum von gleicher Größe wie die Fabrikationsetage zu sehen, welche allerdings weiß gestrichen und steril erscheint. In der Mitte des Raums befindet sich eine riesige elektrische Anlage unbestimmter Funktion, die eine Fläche von mindestens 50 Quadratmetern einnimmt und eine Höhe von ungefähr 2 Metern am höchsten Punkt aufweist. 5 Individuen in sauberen weißen Anzügen arbeiten scheinbar an der Apparatur. Nach ungefähr 5,9 Sekunden in der Szene springen die Türen des Mitarbeitereingangs auf und 4 Individuen in schwarzer taktischer Rüstung ohne erkennbare Markierung und Embleme betreten den Raum und eröffnen das Feuer auf das Forschungspersonal. Bei 11,3 Sekunden emittiert die Anlage in der Mitte des Raums einen intensiven Blitz aus Licht und Strahlung und die Szene setzt sich zurück. Die Analyse tausender Durchläufe dieser Szene ergaben keinerlei Unterschiede in der Sequenz. Bisher sind sämtliche Versuche, mit der Szene zu interagieren, fehlgeschlagen. Jeder Versuch, das Fenster oder die Tür zu dem Raum aufzubrechen, trafen auf Widerstand in Einheit mit der vermuteten Stärke der Materialien, einschließlich der Rahmen. Bis heute resultierten jede erfolgreiche Durchschlagung der Tür oder des Fensters in einer sofortigen Wiederherstellung der Objekte, zusammen mit der Sequenz des Lichtblitzes. Jedes Werkzeug oder Körperteil, die sich außerhalb des Beobachtungsraums befanden, wurden sauber abgetrennt und nie wieder gefunden. Die Forschung über die Art der Apparatur im Zentrum von SCP-176 sowie über die Identitäten der Individuen werden fortgesetzt. Anhang 176-1. Weitere Analysen der Individuen in SCP-176. Die Analysen erbrachten die folgenden Informationen über die Individuen, die in der Szene zu sehen sind. Unidentifizierter Forscher Nummer 1. Männlicher Kaukasier, ungefähr 40 Jahre alt, braunes Haar und grüne Augen. Steht in der südwestlichen Ecke des Raumes, liest von einem Standmonitor. Wird bei ungefähr 8,1 Sekunden dreimal in die Brust durch automatisches Feuer getroffen und erscheint sofort getötet worden zu sein. Unidentifizierter Forscher Nummer 2. Männlicher Asiate, ungefähr 35 Jahre alt, schwarzes Haar und braune Augen. Steht rechts neben Forscher Nummer 1, trägt ein Klemmbrett mit unleserlicher Schrift auf einem Notizzettel. Wird bei 8,0 Sekunden in die rechte Schulter getroffen und geht außer Sicht hinter der Apparatur zu Boden. Unidentifizierter Forscher Nummer 3. Weibliche Kaukasierin, ungefähr 40 Jahre alt. Braunes Haar und bernsteinfarbene Augen. Sitzt an einem Schreibtisch in der südwestlichen Ecke des Raums, arbeitet an einer Computerstation. Ist außer Sicht, als das Feuer beginnt und sucht Schutz unter dem Schreibtisch, scheint kurz bevor die Szene endet, nach einer Waffe zu greifen. Unidentifizierter Forscher Nummer 4. Männlicher Kaukasier, ungefähr 45 Jahre alt, braunes Haar und unkenntliche Augen. Steht vor der Apparatur im Nordosten mit seinem Rücken zum Beobachtungsraum, wird bei 7,2 Sekunden zweimal in den Kopf getroffen, stirbt sofort. Unidentifizierter Forscher Nummer 5. Männlich, unkenntlich. Steht in der nordwestlichen Ecke, größtenteils verdeckt. Wird bei ungefähr 7,8 Sekunden vermutlich getroffen und bricht zusammen. Unidentifizierter Angreifer Nummer 1. Männlich, unkenntlich, hantiert mit einem schallgedämpften M4A1. Betritt zuerst, erschießt Forscher Nummer 4 und Forscher Nummer 5, bewegt sich dann auf die Apparatur zu. Unidentifizierter Angreifer Nummer 2, männlich, unkenntlich. Hantiert mit einer schallgedämpften MP5N. Betritt als Zweiter, dreht sich nach links und erschießt Forscher Nummer 1 und Forscher Nummer 2, eilt dann nach Südost. Unidentifizierter Angreifer Nummer 3, männlich, unkenntlich. Hantiert mit einer schallgedämpften MP5N. Betritt als Dritter, dreht sich nach rechts und bewegt sich unter den Beobachtungsraum. Unidentifizierter Angreifer Nummer 4. Männlich, unkenntlich. Hantiert mit einer schallgedämpften TMP, bleibt bei der Tür und deckt die anderen. Gegenstandsnummer
SCP-177. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. Folgende Zeile ist gestrichen. Aufgrund der Klassifizierung als sicheres Objekt wird SCP-177 in Dr. Calebs Raum aufbewahrt und darf nur auf ihre Anweisung oder auf die eines Level 4 Administrators bewegt werden. SCP-177 wird in einem Lagerschrank der Stufe 4 aufbewahrt. Während der Verwendung von SCP-177 müssen die Standardregeln des Schachs eingehalten werden. Jedes Testsubjekt, welches versucht zu schummeln oder von diesen Regeln abzuweichen, ist aus dem Raum zu eskortieren. Beschreibung: SCP-177 ist ein Standard-Schachbrett mit 8x8 Feldern, welches 40 cm x 40 cm misst. Auf dem Brett sind 16 Bauern, 2 Könige, 2 Damen, 4 Läufer, 4 Springer und 4 Türme. Im Ganzen 16 schwarze und 16 weiße Figuren. Sämtliche Gegenstände sind aus Elfenbein geschnitzt. Die weißen Figuren sind beweglich und können sogar mit minimaler Kraftanwendung vom Brett entfernt werden. Die schwarzen Figuren können jedoch nicht vom Brett entfernt oder von irgendeiner äußeren Kraft bewegt werden. Kräfte von über 3 kN wurden auf die schwarzen Figuren angewandt, was lediglich dazu führte, dass die Apparaturen beschädigt wurden. Wenn mit den weißen Figuren ein legaler Eröffnungszug gemacht wurde, tritt SCP-177 in den aktiven Zustand ein. Wenn aktiv, kann SCP-177 zum Spielen eines Schachspiels mit Standardregeln verwendet werden. Weiß zuerst, Bauern können beim ersten Zug 2 Felder ziehen und so weiter. Die schwarzen Figuren bewegen sich von selbst und nachdem mit den weißen Figuren ein Zug gemacht worden ist, wird die bewegte Figur unbeweglich, bis Schwarz einen Zug gemacht hat. Wenn eine Figur geschlagen wird, wird es automatisch an den Rand des Schachbretts verschoben und aus dem Spiel entfernt. Sollte die weiße Seite gewinnen, kehren die schwarzen Figuren sämtlich in die Originalposition zurück und bis ein neues Spiel beginnt, werden keine weiteren Auswirkungen festgestellt. Sollte Schwarz gewinnen, verführen die schwarzen Figuren einen Siegestanz und die weißen Figuren fallen um, bevor sie sich wieder aufrichten und auf ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Sollte es zu einem Patt kommen, fallen alle Figuren um und kehren auf ihre Originalposition zurück. Anhang: Geschichte von SCP-177. SCP-177 gelangte am März 1990 nach einer standardmäßigen Razzia eines Antiquitätenladens in der Umgebung von London, England, in die Obhut der Foundation. Der fragliche Laden erwies sich als gewöhnlich, mit Ausnahme von SCP-177, welches von Dr. Caleb erworben wurde. Der Laden wird seitdem auf jedwede weitere anormale Aktivität überwacht. Unvollständiges Testprotokoll. Test Nummer 001. Weißer Spieler D-177-01, weiblich, kaukasisch, Alter 25. Subjekt wurde wegen ihrer Begabung im Schach ausgewählt. Ausgang des Spiels: herbe Verluste auf schwarzer Seite. Endete, indem Schwarz nach 60 Zügen schachmatt gesetzt wurde. Test Nummer 014. Weißer Spieler D-177-01. Selbes Objekt wie in den letzten 13 Spielen. Ausgang des Spiels: wenige Verluste auf schwarzer Seite. Endete in der Aufgabe von D-177-01 nach 50 Zügen. Nahezu jede weiße Figur wurde geschlagen. Dies ist der erste aufgezeichnete Fall, dass SCP-177 tatsächlich ein Spiel gewann. Test Nummer 025. Weißer Spieler, männlich, Chinese, Alter 34. Regionaler Schachmeister aus der Stadt Jiangsu Provinz, Republik China. Herrn wurde gesagt, dass SCP-177 von einem hochentwickelten Schachcomputer ferngesteuert wird, der von Sherman Computer Products entwickelt wurde.
Ausgang des Spiels. SCP-177 wandelte erfolgreich einen Bauern in eine Dame um und verwendete diese Figur, um Herrn über längere Zeit im Schach zu halten, bis er ihn letztlich nach 75 Zügen schachmatt setzte. Herrn wurden Amnesika verabreicht. Er wurde daraufhin entlassen. Test Nummer 051. Weißer Spieler, männlich, Japaner, Alter 50. Ehemaliger nationaler Schachmeister Japans. Ausgang des Spiels. SCP-177 brauchte für seine Züge ziemlich lange, oft im Ausmaß von 10 Minuten, und bewegte die Figuren langsam. Schließlich gab Herr auf. Er erklärte es damit, dass das Brett kaputt sei und so verdammt lange brauche. In zukünftigen Untersuchungen wurde Zeitsteuerung verwendet, um sicherzustellen, dass es keine Wiederholung dieses Tests gibt. Herrn wurden Amnesika verabreicht. Er wurde daraufhin entlassen. Test Nummer 167. Weißer Spieler Dr. Caleb, Schachexperte und Forschungsleiter von SCP-177. Dr. Caleb bat darum, mit SCP-177 ein Spiel zu spielen. Ausgang des Spiels. SCP-177 wurde nach 154 Zügen schachmatt gesetzt. Dr. Caleb verkündete, dass es die verdammt beste Partie Schach sei, die sie je gespielt hatte, und äußerte Interesse an einer Revanche. Test Nummer 200. Weißer Spieler, Deep Blue Schachcomputer. Ausgang des Spiels. SCP-177 verlor an 50 Zügen knapp gegen Deep Blue. Seit dieser Zeit wurde eine deutliche Verbesserung von SCP-177s Schachstrategie festgestellt. Test Nummer 406. Weißer Spieler, Dr. Caleb. Ausgang des Spiels. Dr. Caleb wurde in 11 Zügen schachmatt gesetzt. Ein neuer Rekord für SCP-177. Dr. Caleb gab an, dass SCP-177 geschummelt haben musste, unter Berufung auf den Missbrauch des En-Passant-Zugs. Aufnahmen zeigten, dass SCP-177 legitim gespielt hatte. Test Nummer 529. Weißer Spieler 2000 Schachweltmeister. Herrn wurde gesagt, dass SCP-177 von einem hochentwickelten Schachcomputer ferngesteuert wird, der von Sherman Computer Products entwickelt wurde. Ausgang des Spiels. Herr verlor gegen SCP-177 in 90 Zügen. Er gab an, dass, wer auch immer diesen Computer programmiert hat, ein Genie war. Herrn wurde Klasse A Amnesika verabreicht. Er wurde daraufhin entlassen. Test Nummer 702. Weißer Spieler, Riebka, Schachcomputer, Sieger der World Chess Computer Championships von 2007 bis 2010. Ausgang des Spiels, SCP-177 gewann in 25 Zügen. Test Nummer 975. Weißer Spieler, Anderson, ein von Dr. Caleb entwickelter Schachcomputer mit der speziellen Aufgabe, SCP-177 zu besiegen. Der Computer wurde gebaut, um in der Lage zu sein, von den Schachregeln abzuweichen und, falls nötig, zu schummeln. Die weißen Figuren wurden von einem Roboterarm manipuliert. Ausgang des Spiels. Das Spiel entwickelte sich ganz normal bis zu Zug 63, als Anderson versuchte, die weiße Dame in einer L-Bewegung ähnlich der eines Springers zu bewegen, um SCP-177 Schach zu setzen. Anschließend wurde SCP-177 von einer unsichtbaren Kraft von über Stundenkilometer auf Anderson geworfen, was zu der Zerstörung mehrerer kritischer Stromkreise des Computers führte. Neues Protokoll. Kein Schummeln. Muss ich überhaupt aussprechen, was einem Menschen passieren würde, sollte er dieses Ding betrügen? Dr. Caleb. Gegenstandsnummer SCP-178. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-178 ist in einem Klasse 3 Container für anomale Objekte aufzubewahren, der von nicht weniger als 2 bewaffneten Stufe 3 Mitarbeitern bewacht wird, wenn es keinen Tests unterzogen wird.
Die Entnahme des Gegenstandes darf nur mit der schriftlichen Genehmigung eines Mitarbeiters der Stufe 4 oder höher erfolgen. Nach Vorfall 178-14-Alpha sind alle Tests aus sicherer Entfernung per Video zu überwachen und die Anwesenheit sämtlichen Personals, welches nicht zu den Testsubjekten gehört, ist strengstens untersagt. Beschreibung: SCP-178 ist eine weiße stereoskopische 3D-Brille mit weißem Papprahmen und je einer transparenten blauen und roten, entsprechend linker und rechter Linse aus Plastik. Der Gegenstand weist kein ungewöhnliches Äußeres auf, abgesehen von einer leichten Verfärbung des weißen Papprahmens, die auf das Alter der Brille zurückzuführen ist. Wird SCP-178 getragen, beginnt der Träger große zweibeinige Entitäten zusätzlich zu einer normalen Umgebung wahrzunehmen. Berichten zufolge erscheinen diese Entitäten gutmütig mit bisweilen neugierigem Verhalten. Berichte beinhalten Geschöpfe, die sich über die Schultern von Personal lehnen und ihnen mit Interesse beim Arbeiten zusehen. Mit einer Ausnahme: Jeder Versuch des Trägers oder jeglichen anderen Personals, siehe Vorfallsbericht 178-14-Alpha, direkt mit den Entitäten zu interagieren, führt zum plötzlichen Auftreten von schweren Fleischwunden an den Körpern des Trägers sowie bei beteiligten Personen. Das Auftauchen der Wunden geschieht schnell und endet erst mit dem Tod des Trägers von SCP-178. Die Anordnung der auftretenden Wunden entspricht immer dem Muster, das entsteht, wenn Körper von drei parallel spitz zulaufenden scharfen Objekten mit einer Länge von 14,2 bis 27,4 cm und einer maximalen Dicke zwischen 2,9 und 8,1 cm aufgeschlitzt werden. Aufnahme- und Messgeräte, die während der Tests verwendet wurden, konnten keine Abnormitäten feststellen, auch nicht, während Schnittwunden auf Testsubjekten auftauchten. Testsubjekte berichten, dass die Entitäten keine Geräusche produzieren. Langzeitbeobachten von Subjekten, die SCP-178 ausgesetzt waren, zeigten keinerlei Nachwirkungen. Stereoskope-Bilder, die durch SCP-178 wahrgenommen werden, erscheinen dreidimensional. Anhang 1: SCP-178 wurde am 1900 in Tennessee von Agent geborgen, der als Undercover-Agent bei der Behörde United States Fish and Wildlife Service eingesetzt wurde, nachdem die Foundation Berichte erhielt, nach denen ein Jahre altes Mädchen tot in seinem im zweiten Stock gelegenen Zimmer auf ungewöhnliche Weise zerfleischt aufgefunden wurde. Agent bemerkte ein blutbeflecktes stereoskopisches Bild eines Spielzeugwinterrades nahe bei der Leiche. Nach einigem Suchen fand er das Objekt unter dem Bett des Kindes, welches es augenscheinlich im Todeskampf von sich geworfen hatte. Agent orderte daraufhin eine Bergungseinheit zu seinem Aufenthaltsort an. Nach dem Eintreffen des Bergungsteams setzte Agent SCP-178 auf und berichtete nichts Ungewöhnliches, bis er seinen Kopf nach links drehte und eine Entität ungefähr 2,5 cm von seinem Gesicht entfernt wahrnahm, die über seine Schulter auf das stereoskopische Bild schaute. Während des Auswertungsgesprächs erzählte Agent auch von mehreren anderen Entitäten, die sich im Raum befanden und ihn und das Bergungsteam beobachteten. Agent sah davon ab, mit den Entitäten zu interagieren, und der Gegenstand wurde ohne Zwischenfälle geborgen. Anhang 2: Sämtliche Experimente sind in Datei 178-E zu protokollieren. Sämtliche an SCP-178 durchgeführten Experimente sind hier einzutragen. Dr. Experiment 178-E-1. Name: Dr. Mit Unterstützung von Dr. und Dr. Datum: 1900. Vorgehensweise: Ein D-Klasse-Subjekt wird mit SCP-178 in einen gesicherten Testraum gebracht.
Der Testraum wird durch ein kugelsicheres Fenster zum angrenzenden Kontrollraum sowie durch Audio- und Videoaufnahmegeräte überwacht. Das Testsubjekt wird angewiesen, SCP-178 zu tragen und bis auf Widerruf alles zu berichten, was es beobachtet. Ergebnisse: Subjekt D-17831, männlich, 41, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten, wird in den Versuchsraum gebracht und angewiesen, SCP-178 zu tragen. Das Subjekt wird über die Natur von SCP-178 nicht aufgeklärt. Das Testsubjekt befolgt die Anweisung, wirft SCP-178 aber sofort panisch von sich und spricht davon, dass es Angst spürt. Das Forscherteam weist Subjekt D-17831 an, zu beschreiben, was seine Angst auslöst. Subjekt reagiert nicht. Das Forscherteam versucht, das Testsubjekt zu beruhigen. Es reagiert, indem es die Hände vom Gesicht nimmt und sich umschaut, noch sichtlich ängstlich. Das Forscherteam weist das Subjekt erneut an, die Ursache seiner Angst zu beschreiben. Das Subjekt sagt aus, seine unbekannte Entität stünde nah vor seinem Gesicht, als es SCP-178 aufsetzte. Das Forscherteam weist das Testsubjekt an, die Entität im Detail zu beschreiben. Das Subjekt gibt an, die Entität sei widerlich und hatte zu viele Augen. Das Forscherteam weist das Subjekt an, die Entität noch detaillierter zu beschreiben. Das Subjekt sagt aus, es könne nicht viele Details erkennen, bevor es SCP-178 entfernte. Das Forscherteam weist D-17831 an, SCP-178 erneut zu tragen. Subjekt ist nicht kooperativ. Das Forscherteam wiederholt die Anweisung. Subjekt wird nicht kooperativ. Das Forscherteam droht dem Subjekt mit Terminierung, sollte es nicht kooperieren. Subjekt nicht kooperativ. Testreihe beendet. Das Subjekt wird unter Beobachtung gestellt, um Langzeitnachwirkungen des Kontaktes zu untersuchen. Das Subjekt zeigt über 2 Tage Symptome leichter Paranoia, bevor es seinem normalen Verhalten zurückkehrt. Überwachung nach 30 Tagen beendet. Subjekt terminiert. Anmerkung: Tja, das war zwar nicht sehr informativ, aber immerhin beweist das, dass wir ein echtes, anormales Objekt in unserem Besitz haben. Experiment 178-E-2. Name Dr. B. Mit Unterstützung von Dr. B. und Dr. B. Datum 1900. Vorgehensweise: Ein D-Klasse-Subjekt wird mit SCP-178 in einen gesicherten Testraum gebracht. Der Testraum wird durch ein kugelsicheres Fenster zum angrenzenden Kontrollraum sowie durch Audio- und Videoaufnahmegeräte überwacht. Das Testsubjekt wird angewiesen, SCP-178 zu tragen und bis auf Widerruf alles zu berichten, was es beobachtet. Ergebnisse: Subjekt D-17164, weiblich, 31, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten, wird in den Versuchsraum gebracht und angewiesen, SCP-178 zu tragen. Das Subjekt wird über die Natur von SCP-178 nicht aufgeklärt. Das Testsubjekt befolgt die Anweisung und beginnt sofort, Kraftausdrücke auszustoßen, rückwärts in Richtung der Wand zu gehen und unverwandt auf etwas auf seiner 1-Uhr-Position zu starren. Das Forscherteam weist das Subjekt an, zu beschreiben, was es sieht. Es presst seinen Rücken an die Wand der Testkammer und beschreibt eine Entität, die quer durch die Testkammer an der Wand steht und diese beobachtet. Das Forscherteam weist das Testsubjekt an, die Entität im Detail zu beschreiben. Das Subjekt sagt aus, die Entität sei zweifüßig, besitze 2 zusätzliche obere Gliedmaßen, die in langen, kegelförmigen Vorsprüngen enden, und einen flachen Kopf. Das Forscherteam weist das Subjekt an, weitere Details zu nennen. Das Subjekt beginnt, die Entität zu beschreiben und plötzlich mit der Aussage »Oh Gott, es sieht mich direkt an!« in Panik zu verfallen. Das Subjekt bricht an der Wand zusammen, während es noch immer an dieselbe Stelle schaut. Das Forscherteam erkundigt sich, ob die Entität Feindseligkeit zeigt. Das Subjekt teilt mit, dass sich die Entität nicht bewegt, es aber anschaut. Das Subjekt wird angewiesen, SCP-178 abzulegen. Das Testsubjekt weigert sich und teilt mit,
dass es der Entität nicht traut. Subjekt D-63164 wird daran erinnert, dass unkooperatives Verhalten in Terminierung endet. Das Subjekt legt SCP-178 ab und beginnt, sich ängstlich im Raum umzusehen. Es sagt aus, dass es die Entität nicht länger sehen kann. Das Subjekt wird angewiesen, SCP-178 zu tragen. Das Subjekt fügt sich und berichtet, dass die Entität es immer noch ansieht. Das Subjekt wird angewiesen, jegliche Veränderung im Verhalten der Entität mitzuteilen. 2 Minuten und 37 Sekunden vergehen, bevor das Subjekt berichtet, die Entität schaue es nicht mehr an. Das Subjekt berichtet, die Entität schaue wieder die Wand an. Das Subjekt berichtet von keinen weiteren Veränderungen für 17 Minuten und 55 Sekunden. Test beendet. Anmerkung. Es scheint merkwürdig, dass das Ding, das das Subjekt sah, so desinteressiert war. Berücksichtigt man die Umstände, unter denen das Subjekt die Aufmerksamkeit der Foundation erlangte? Wir haben auch nichts mit unseren Aufnahmegeräten erfasst. Ich frage mich, ob diese Entität wirklich da war oder nur eine Illusion ist, die von dem Objekt erzeugt wird. Experiment 178-E-3. Name Dr. B. Mit Unterstützung von Dr. B. und Dr. B. Datum 1900. Vorgehensweise. Ein D-Klasse-Subjekt wird mit SCP-178 in einen gesicherten Versuchsraum gebracht. Der Versuchsraum wird durch ein kugelsicheres Fenster zum angrenzenden Kontrollraum sowie durch Audio- und Videoaufnahmegeräte überwacht. Ein fraktales, blaues und rotes Bild wird an einer der Wände des Testraums angebracht. Ein Plastikeimer mit 10 Standard-Tennisbällen an der gegenüberliegenden. Einem D-Klasse-Subjekt wird mitgeteilt, SCP-178 sei ein Experiment zu 3D-Brillen der neuesten Generation und dass das Starren mit SCP-178 auf das fraktale Bild dazu führt, animierte dreidimensionale Bilder zu sehen. Das Testsubjekt wird dann angewiesen, SCP-178 zu tragen und zu berichten, was es beobachtet. Sollte das Subjekt Entitäten wahrnehmen, ist es angewiesen, einen Tennisball nach ihnen zu werfen. Ergebnis: D-51441, männlich, 27, Brandstifter, Mörder, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten, wird angewiesen, am Ende der Testkammer gegenüber des fraktalen Bildes zu stehen und SCP-178 zu tragen. Das Subjekt folgt den Anweisungen und drückt Überraschung und Unbehagen aus. Das Subjekt wird angewiesen, zu beschreiben, was es wahrnimmt. Das Subjekt sagt aus, dass es zwei Entitäten im Raum erkennt. Eine, von nun an bezeichnet als Entität 1, neben dem Fraktalbild mit dem Rücken zu dem Subjekt stehend, und die andere, von nun an bezeichnend als Entität 2, den Raum von links nach rechts durchquerend. Das Subjekt äußert die Meinung, dass die Person, die diese Animation erworfen hat, psychisch instabil sei. Das Subjekt wird angewiesen, den Gang von Entität 2 zu beschreiben. Das Subjekt sagt aus, dass es zum Gehen sowohl seine Beine als auch die oberen Extremitäten nutzt. Das Subjekt vergleicht den Gang mit dem eines Gorillas, wenn jemand das Skelett falsch zusammengesetzt hat. Das Forscherteam fragt nach, ob sich beide Entitäten ähneln. Das Subjekt antwortet, dass sie sich, abgesehen von der Größe, allgemein ähnlich sehen. Das Subjekt fährt mit der Beschreibung der Entitäten fort, die der aus Experiment 178-E-2 gleicht. Das Subjekt wird angewiesen, einen Tennisball zu nehmen und gegen Entität 2 zu werfen. Das Testsubjekt befolgt die Anweisung. Sowohl das Forscherteam als auch die Aufnahmegeräte sehen den Ball ohne Unterbrechung den Boden auf die gegenüberliegende Seite des Testraums erreichen. Das Subjekt äußert Überraschung und Angst, während es versucht zu fliehen. Nach 0,7 Sekunden treten schwere Platzwunden an seinem Körper auf. Das Auftreten der Wunden dauert 4,7 Sekunden an, bis das Subjekt vermutlich an hohem Blutverlust und anderen Verletzungen stirbt. Die Autopsie am verstorbenen Subjekt offenbart Fleischwunden, die Hieben mit 3 scharfen Objekten entsprechen, die relativ dick und spitz zulaufend sind, mit einer ungefähren Länge von 17 cm und einer maximalen Breite von 4 cm.
Die Analyse des geworfenen Balls zeigt nur Schweißspuren, die Subjekt D-51441 zugeordnet werden können. Heilige Scheinbar wollen diese Dinger nicht gestört werden. Andererseits ist der Ball durch die Luft geflogen, als ob da nichts wäre. Und durch den Tod des Subjekts können wir nicht wissen, ob der Ball tatsächlich dort gelandet ist, wo die Entität war. Das ist doch weit entfernt von endgültig. Aber das Muster der Verletzung entspricht dem, was wir am Bergungsort des Objektes vorgefunden haben. Wenigstens haben wir den Nachweis erbracht, dass es gefährlich ist. Es ist interessant festzustellen, dass die Entitäten an ihrem Äußeren ziemlich beständig sind, auch wenn das Testsubjekt wechselt. Ich frage mich, ob irgendeine gewaltlose Interaktion zwischen dem Subjekt und den Entitäten möglich ist. Experiment 178-E-4. Name Dr. B. Mit Unterstützung von Dr. B. und Dr. B. Datum 1900. Vorgehensweise. Ein Klasse-D-Subjekt wird mit SCP-178 in einen gesicherten Testraum gebracht. Der Testraum wird durch ein kugelsicheres Fenster zum angrenzenden Kontrollraum sowie durch Audio- und Videoaufnahmegeräte, Infrarotkameras, Sensoren für elektromagnetische Strahlung und Bewegungsmelder überwacht. Ein fraktales blaues und rotes Bild wird an einer der Wände des Testraums angebracht. Einem D-Klasse-Subjekt wird mitgeteilt, SCP-178 sei ein Experiment zu 3D-Brillen der neuesten Generation und dass das Starren mit SCP-178 auf das fraktale Bild dazu führt, animierte, dreidimensionale Bilder zu sehen. Das D-Klasse-Testsubjekt wird dann angewiesen, SCP-178 zu tragen und zu berichten, was es beobachtet. Sollte das Subjekt Entitäten wahrnehmen, ist es angewiesen, mit ihnen zu sprechen. Ergebnis: D-84291, weiblich, 19, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten, wird angewiesen, an der Wand gegenüber des Fraktalbildes zu stehen und SCP-178 zu tragen. Das Subjekt folgt den Anweisungen und drückt sofort Ekel aus. Das Subjekt wird angewiesen, zu berichten, was es wahrnimmt. Das Subjekt beschreibt eine Entität, gleich denen in früheren Versuchen beschriebenen, die ungefähr 2 Meter von ihm entfernt steht und es beobachtet. Das Subjekt wird angewiesen, mit ihr zu sprechen. Das Testsubjekt scheint verwirrt, warum es versuchen sollte, mit einem animierten Bild zu sprechen. Das Forscherteam wiederholt die Anweisung. Das Subjekt drückt Irritation aus und sagt: "Hallo, komisches Ding, wie geht's dir heute?" in einem gelangweilten Tonfall. Fleischwunden beginnen 0,2 Sekunden, nachdem das Subjekt gesprochen hat, auf dessen Torso und Abdomen aufzutauchen. Nach 2,4 Sekunden wird der rechte Arm des Subjekts oberhalb des Ellbogens abgetrennt. Das Auftreten von Wunden und Geräuschen von D-84291 endet nach 8,4 Sekunden. Als das Subjekt mutmaßlich stirbt. Die Autopsie am verstorbenen Subjekt zeigt die gleiche Art von Fleischwunden, die scharfe Objekte mit einer Länge von ungefähr 21 cm und einer Breite von 5 cm nahelegen. Anmerkung: Ich denke, dass das bedeutet, dass jeder Versuch, mit den Entitäten zu interagieren, in Feindseligkeit endet. Und wieder nichts auf allen Sensoren. Wir sehen hier langsam ein Muster, aber wir wissen immer noch nicht, ob der Tod der Subjekte von den Entitäten oder vom Objekt herbeigeführt wird. Ich frage mich, ob Subjekte, die das Objekt nicht tragen, davon auch betroffen wären. Experiment 178-E-5. Name Dr. B. Mit Unterstützung von Dr. B. und Dr. B. Datum 1900. Vorgehensweise: 2 D-Klasse-Subjekte werden mit SCP-178 in einen gesicherten Testraum gebracht. Der Testraum wird durch ein kugelsicheres Fenster zum angrenzenden Kontrollraum sowie durch Audio- und Videoaufnahmegeräte, Infrarotkameras, Sensoren für elektromagnetische Strahlung und Bewegungsmelder überwacht. Beide Subjekte haben allgemeine Kenntnis über die Eigenschaften von SCP-178.
Ein Subjekt, bezeichnet als Subjekt 1, wird angewiesen, SCP-178 zu tragen und dem anderen Subjekt, bezeichnet als Subjekt 2, zu beschreiben, wo sich etwaige Entitäten hier im Testraum aufhalten und wie diese aussehen. Subjekt 2 wird dann versuchen, mit den Entitäten zu interagieren. Ergebnisse: Subjekt 1, D-61955, weiblich, 35, angeklagt des dreifachen Mordes unter Körperverletzung, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten. Und Subjekt 2, D-57321, weiblich, 27, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten, werden in den Versuchsraum gebracht. Subjekt 1 wird angewiesen, SCP-178 aufzusetzen. Subjekt 1 drückt Abneigung gegen das Forschungsteam aus. Subjekt 2 stimmt zu. Das Forscherteam erinnert beide Subjekte daran, dass unkooperatives Verhalten zur Terminierung führt. Subjekt 1 trägt SCP-178 und stößt Kraftausdrücke aus. Subjekt 2 zeigt Angst und erkundigt sich nach dem Grund für die Bestürzung von Subjekt 1. Subjekt 1 gibt an: Da steht direkt eins hinter dir! Subjekt 2 dreht sich um und erklärt, dass es nichts Ungewöhnliches sehen kann. Das Forscherteam beruhigt beide Subjekte, indem es versichert, dass die Entitäten harmlos seien und weist Subjekt 1 an, Subjekt 2 dabei zu helfen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Subjekt 1 teilt Subjekt 2 mit, dass eine Entität ungefähr 30 cm vor ihm steht und diesen Kopf um knapp 60 cm überragt. Subjekt 2 erkundigt sich, ob die Entität es ansieht. Subjekt 1 bejaht. Subjekt 2 versucht, sich zu beruhigen, fährt fort, in die Richtung zu schauen, in der es den Kopf der Entität vermutet und sagt: Hey du. Platzwunden erscheinen sofort auf Torso und Gesicht von Subjekt 2, dessen Kopf nach 0,9 Sekunden abgetrennt wird. Subjekt 1 gibt Töne akuter Angst von sich und rennt in Richtung der Tür des Versuchsraums. Subjekt 1 versucht für 5 Sekunden erfolglos die Tür einzuschlagen, bevor es sich umdreht und, wahrscheinlich auf eine Entität gerichtet, sagt: Nein, geh weg! Subjekt 1 erleidet Fleischwunden entlang seines Abdomens und Torsos. Bewegung, das Auftreten von Wunden und Geräusche enden zeitgleich nach 17,3 Sekunden. Die Autopsien an den verstorbenen Subjekten zeigen zwar unterschiedliche Wundmuster. Die vergleichsweise wenigen Fleischwunden an Subjekt 2 stimmen mit Wunden von 3 scharfen Objekten überein, die ungefähr 27 cm lang und 8 cm breit sind. Die Fleischwunden von Subjekt 1 hingegen stimmen mit Wunden von 3 scharfen Objekten überein, die ungefähr 14 cm lang und 3 cm breit sind. Anmerkung: Wir wissen zwar immer noch nicht, ob die Entitäten wirklich da sind oder nur Illusionen, die von SCP-178 erzeugt werden, aber jetzt können wir sagen, dass nicht nur der Träger betroffen sein kann. Das bedeutet, dass dieses Objekt viel gefährlicher ist, als wir zuerst angenommen hatten. Interessanterweise haben beide Subjekte unterschiedliche Wundmuster aufgewiesen, als wären sie von verschiedenen Entitäten zugefügt worden. Schade, dass wir Subjekt 1 nach der Anzahl der Entitäten im Raum gefragt haben. Das holen wir beim nächsten Mal nach. Es ist auch möglich, dass Subjekt 1 nicht angegriffen worden wäre, hätte es die Entitäten nicht selbst angesprochen. Auch das ist es wert zu überprüfen. Experiment 178-E-6. Name: Dr. B. Mit Unterstützung von Dr. B. und Dr. B. Datum 1900. Vorgehensweise: 2D-Klasse-Subjekte werden mit SCP-178 in einen gesicherten Testraum gebracht. Der Testraum wird durch ein kugelsicheres Fenster zum angrenzenden Kontrollraum sowie durch Audio- und Videoaufnahmegeräte, Infrarotkameras, Sensoren für elektromagnetische Strahlung und Bewegungsmelder überwacht. Beide Subjekte haben allgemeine Kenntnis über die Eigenschaften von SCP-178. Ein Subjekt, bezeichnet als Subjekt 1, wird angewiesen, SCP-178 zu tragen und dem anderen Subjekt, bezeichnet als Subjekt 2, zu beschreiben, wo sich etwaige Entitäten im Versuchsraum aufhalten und wie diese aussehen. Subjekt 2 wird dann versuchen, mit den Entitäten zu interagieren.
Subjekt 1 wird angewiesen, unter allen Umständen weder mit den Entitäten zu sprechen, noch sonst in irgendeiner Weise mit ihnen zu interagieren. Um dies sicherzustellen, wird Subjekt 1 mitgeteilt, dass jeder Versuch, mit den Entitäten in Kontakt zu treten, die Terminierung zur Folge haben wird. Ergebnisse: Subjekt 1, D-83616, männlich, 44, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten. Und Subjekt 2, D-36176, männlich, 52, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten, werden in den Testraum gebracht. Subjekt 1 wird angewiesen, SCP-178 zu tragen. Subjekt 1 unkooperativ. Subjekt 1 wird erneut angewiesen, SCP-178 zu tragen. Subjekt 1 unkooperativ. Subjekt 2 drängt Subjekt 1 aus Angst vor Strafmaßnahmen zur Kooperation. Subjekt 1 setzt SCP-178 auf und drückt Überraschung und Ekel aus. Das Forscherteam erkundigt sich nach der Anzahl der Entitäten. Subjekt 1 sagt aus: Sie sind überall, Doc! Hier sind 9 bei uns! Subjekt 1 dreht sich zum kugelsicheren Fenster, das den Versuchsraum vom Kontrollraum trennt, und erklärt: Und da sind 3 bei Ihnen! Schau, da lehnt einer direkt über dein... Daten gelöscht. Siehe Vorfallsbericht 178-14-Alpha für mehr Informationen. Anmerkung: Aufgrund des Verlustes des gesamten Forscherteams während des Vorfalls 178-14-Alpha wurden die Sicherheitsmaßnahmen überarbeitet. O5-7. Experiment 178-E-7. Name: Dr. B. Mit Unterstützung von Dr. B. Datum: 1900. Vorgehensweise: D-Klasse-Subjekt wird in einem gesicherten Testraum mit SCP-178 gebracht. Der Testraum ist in 2 Einheiten im Verhältnis 5:1 geteilt. Die kleinere Einheit enthält den Eingang zum Testraum, der durch kugelsicheres Glas abgetrennt ist. In der Mitte des Glases befindet sich ein kleines, mit einem Schutzgitter versehenes Loch, um den Übergang von Schall von einer Einheit in die andere zu gewährleisten. Der Versuchsraum wird aus Entfernung durch Audio- und Videoaufnahmegeräte, Infrarotkameras, Sensoren für elektromagnetische Strahlung und Bewegungsmelder überwacht. Das Subjekt wird über die Beschaffenheit von SCP-178 aufgeklärt und angewiesen, mit Entitäten zu kommunizieren, die sich in der anderen Raumeinheit befinden. Ergebnisse: Subjekt D-13627, männlich, 52, Vergewaltigung, Doppelmord, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten, wird in den Testraum gebracht und angewiesen, SCP-178 zu tragen. Das Testsubjekt äußert Missfallen, folgt aber der Anweisung. Das Subjekt wird angewiesen, zu beschreiben, was es sieht. Das Subjekt beschreibt 4 Entitäten in der anderen Raumeinheit. Das Subjekt sagt aus, die Entitäten sehen gutmütig aus. 2 von ihnen stoßen die Wände an, während die anderen beiden es durch das Glas beobachten. Das Forscherteam fragt nach, ob sich Entitäten mit dem Subjekt in derselben Einheit befinden. Das Subjekt sieht sich um und antwortet, dass keine anwesend seien. Das Subjekt wird angewiesen, Versuche der Kontaktaufnahme mit den Entitäten zu unternehmen. Das Subjekt drückt den Wunsch aus, endlich damit fertig zu werden. Das Subjekt sagt mutmaßlich zu den wahrgenommenen Entitäten: Hallo, könnt ihr mich hören? Bevor es plötzlich zurückschreckt. Das Forscherteam fragt nach dem Grund für das Zurückschrecken. Das Subjekt antwortet, dass die Entitäten plötzlich begonnen hätten, mit ihren oberen Extremitäten gegen das Glas zu schlagen. Das Forscherteam fragt, ob es den Entitäten gelingt, sichtbare Schäden an den Raumeinheiten anzurichten. Das Subjekt verneint. Audioaufnahmen zeichnen keine Geräusche außer die von Subjekt 1 erzeugten auf. Das Forscherteam fragt, ob das Subjekt die Entitäten an die Raumeinheit schlagen hören kann. Das Subjekt scheint perplex und verneint. Keine Veränderung der nächsten 10 Minuten und 14 Sekunden. Das Forscherteam gibt das Ende des Experiments bekannt. Das Testsubjekt äußert Erleichterung, nimmt SCP-178 ab und legt es auf den Boden. Die Tür des Versuchsraums öffnet sich und 2 Agenten vom Sicherheitspersonal, Agenten
Daten gelöscht. Fordern das Testsubjekt auf, mit ihnen zu kommen, mutmaßlich zu den Zellen der D-Klasse. Das Subjekt dreht sich zur Tür, um dem Befehl zu folgen, als Fleischwunden auf seinem Gesicht, dem Torso und den Oberarmen auftauchen. Das Subjekt gibt Laute der Qual von sich und beide Agenten schrecken zurück und stoßen Kraftabdrücke aus. Agent gibt über Funk einen Eindämmungsbruch bekannt. Agent beginnt, seine Waffe in den Versuchsraum abzufeuern, wobei er Subjekt 1 nach 2,1 Sekunden langem Auftauchen von Fleischwunden tötet. Eindämmungsteams werden in den Testbereich mobilisiert und der Sektor wird abgeriegelt. Suchen werden nach einer Stunde und vier Minuten ohne Funde oder besondere Vorkommnisse beendet. Die Abriegelung wird aufgehoben. SCP-178 wird an der Stelle gefunden, an der Subjekt D-13627 es abgelegt hatte. Anmerkung: Das hätte katastrophal enden können. Das erste Mal, dass wir Experimente an SCP-178 durchführen können und der gesamte Sektor wird abgeriegelt. Den hohen Tieren wird das gar nicht gefallen. Ich denke, wir sollten in voraussehbarer Zukunft mit weniger riskanten Experimenten weitermachen. Ich vermute, jeder Träger, der versucht, Kontakt aufzunehmen, stirbt am Ende, auch wenn er SCP-178 abgenommen hat. Es ist interessant festzuhalten, dass Agent keinen Schadenseffekt verspürt hat, trotz seiner Schüsse auf die Entität. Ich schätze, das lag daran, dass er nur sehr wenige Informationen über die Entitäten hatte, die von den Trägern von SCP-178 beobachtet werden. Experiment 178-E-8. Name Dr. mit Unterstützung von Dr. Datum 1900. Vorgehensweise: D-Klasse-Subjekt wird in einen gesicherten Testraum mit SCP-178 und einer Videokamera, das mit einem Monitor verbunden ist, gebracht. Der Testraum wird aus Entfernung durch Audio- und Videoaufnahmegeräte, Infrarotkameras, Sensoren für elektromagnetische Strahlung und Bewegungsmelder überwacht. Das Subjekt wird angewiesen, SCP-178 vor die Kamera zu halten und zu berichten, was es auf dem Monitor sieht. Die Kamera ist sowohl mit dem Monitor als auch mit einem externen Aufnahmegerät verbunden. Nach noch ausstehendem Erfolg des Experiments wird das Forscherteam einen Antrag auf Einsicht in die Aufnahmen stellen. Ergebnisse: Subjekt D-61286, weiblich, 28, 15 Anklagen wegen Körperverletzung, 2 Anklagen wegen Mordes, keine erkennbaren psychischen Auffälligkeiten, wird in den Testraum gebracht und angewiesen, SCP-178 aufzuheben und in die Kamera zu halten. Das Subjekt befolgt die Anweisung und hält SCP-178 in einem Abstand von ungefähr 20 cm vor die Kamera. Das Testsubjekt wird angewiesen, SCP-178 so vor die Kamera zu halten, dass diese durch das Objekt sehen kann. Das Subjekt erfragt, durch welche Linse die Kamera blicken soll. Das Testsubjekt wird angewiesen, die rote Linse vor die Kamera zu halten. Das Subjekt folgt der Anweisung. Das Forscherteam fragt, ob der Monitor irgendetwas Ungewöhnliches zeigt. Das Subjekt verneint. Das Testsubjekt wird aufgefordert, die blaue Linse vor die Kamera zu halten. Das Subjekt befolgt die Anweisung und teilt mit, dass der Monitor immer noch nichts Ungewöhnliches zeigt. Das Subjekt wird angewiesen, die Kamera abzulegen und SCP-178 aufzusetzen. Das Subjekt befolgt die Anweisung. Das Testsubjekt gibt laute akute Angst von sich und stolpert rückwärts, während es auf den Monitor starrt. Das Forscherteam fragt nach der Ursache für die Angst des Testsubjekts. Das Testsubjekt berichtet von 3 Entitäten, die vor dem Monitor kauern und ihn anschauen. Das Testsubjekt wird angewiesen, SCP-178 abzunehmen. Test beendet. Anmerkung: Scheinbar funktioniert das Objekt entweder so wie herkömmliche stereoskope Brillen, bei denen man 2 Augen braucht, oder der Effekt ist rein optisch. Es gibt eine Möglichkeit, das zu testen. Experiment 178-E-9. Name Dr. mit Unterstützung von Dr. Datum nicht vorhanden. Geplant am 2000. Vorgehensweise:
D-Klasse-Subjekt wird in einen gesicherten Versuchsraum mit SCP-178 und einer speziellen Halterung mit zwei kleinen Videokameras gebracht. Die Kameras simulieren menschliche Augen. Sie sind an einen Monitor angeschlossen, der beide Bilder in Echtzeit zusammenfügt und so ein Bild erschafft, das dem dreidimensionalen Sehens entspricht. Der Versuchsraum wird aus Entfernung durch Audio- und Videoaufnahmegeräte, Infrarotkameras, Sensoren für elektromagnetische Strahlung und Bewegungsmelder überwacht. Das Testsubjekt wird angewiesen, SCP-178 vor die Kamera zu halten und zu berichten, was es auf dem Monitor sieht. Die Kameras zeichnen die Aufnahmen auf. Nach noch ausstehendem Erfolg des Experiments wird das Forscherteam einen Antrag auf Einsicht in die Aufnahmen stellen. Das Experiment muss vom Personal der Sicherheitsstufe 4 oder höher genehmigt werden. Anhang 3. Personal mit Sicherheitsstufe 4 ist aufgefordert, den Vorfallsbericht 178-14-Alpha zu lesen. Vorfallsbericht 178-14-Alpha ist verpflichtende Lektüre für alle Mitarbeiter der Stufe 4 oder höher, die Experimente mit SCP-178 beaufsichtigen oder genehmigen. Warnung: Die Nichtbeachtung der Vorgaben aus Anhang 3 führt zu disziplinarischen Maßnahmen. Gegenstandsnummer SCP-179. Objektklasse sicher. Korrigiert zu Taumiel. Spezieller Haltungsprozess. SCP-179 verbleibt außerhalb der Reichweite von aktuell allen bekannten Interessengruppen, auch die der Foundation. Alle Bemühungen der Eindämmung sollen auf die Stufe 3 Verschleierung fokussiert und zusätzlich für das Abwürgen und die Sabotage von Erkundungs- und Erforschungsmissionen bestimmter Bereiche aufgewendet werden. Diese Bereiche schließen den Merkur zugewandten Raum über der Sonne und die Orbits, die durch diesen Raum verlaufen. Beschreibung: SCP-179 ist eine humanoide Entität und befindet sich konstant 40.000 Kilometer von der Photosphäre des Südpols entfernt, starr auf der Rotationsachse der Sonne. Trotzdem umkreist die Entität die Sonne nicht. Stattdessen legen die letzten Aufzeichnungen von SCP-179 nahe, dass es eine regelmäßige Laufbahn um das Zentrum der Galaxie hat. Durch die kontinuierliche Forschung über einen Zeitraum von 43 Jahren wurde die äußerliche Gestalt als humanoid weiblich in einem Alter zwischen 20 und 40 Jahren ermittelt. Die ethnische Zugehörigkeit ist unbestimmt. Die Haut besteht aus oder ist überzogen mit einem schwarzen, matten Material. Ihre Haare scheinen aus dem gleichen Material zu bestehen, sind mehr als 34 Kilometer lang und werden unablässig von Sonnenwinden fortgedrückt. Dieser Teil von SCP-179 scheint einen variablen Teil des Sonnenlichts zu reflektieren. Dieses Phänomen führte im Jahre 1940 zur Entdeckung durch die Astrophysiker der Foundation. Auf der Mittellinie des Körpers befinden sich einige Zeichnungen oder Tattoos. Der Helligkeit und dem goldenen Farbton nachzuschließen, bestehen diese aus einem metallischen Verbund. Diese Tattoos umfassen mehrere Symbole aus der mittelalterlichen Alchemie, die die Sonne und die sechs innersten Planeten repräsentieren. Diese Symbole stehen in dieser Reihenfolge: Das Symbol für Gold auf der Stirn des Subjekts, direkt unter dem Haaransatz. Das Symbol für Quecksilber, unter der Nase, beide Lippen umschließend. Das Symbol für Kupfer zwischen den inneren Enden der Schlüsselbeine. Daten gelöscht. Autozensurstufe SC4. Nicht-triviale Gefahr durch Bekanntwerden erkannt. Mit der anatomisch korrekten Form eines menschlichen Herzens dort, wo bei einer Frau mit gleichen körperlichen Proportionen und Alter das Herz wäre. Das Symbol von Eisen in der oberen abdominalen Gegend. Das Symbol von Zinn in der unteren abdominalen Gegend. Ein Teil eines Symbols in der Beckengegend. Auch wenn die Anatomie dieser Region die direkte Observation schwierig gestaltet, wird angenommen, dass das Symbol von Blei auch vorhanden
und komplett ist und sich in der Region des Perineums befindet. SCP-179 bleibt meistens in der Erde zugewandten Bauchlage, aber es wurde auch beobachtet, wie es gelegentlich andere Gebiete ansieht. Alle folgenden Daten gelöscht. Gemäß der administrativen Warnung ES-026. Administrative Warnung ES-026. Archivwarnung. Eingeschränkt 5-179. Vom an wurde SCP-179 als Taumil neu klassifiziert. Sämtliches Personal mit einer Freigabe niedriger als 4-179 wird entweder befördert oder neu zugewiesen, um der neuen Klassifikation gerecht zu werden. Der genaue Vorgang ist abhängig von der Relevanz des Mitarbeiters bezüglich der Überwachungs- und Verschleierungsoperation, die der aktuellen Forschungsleiter von SCP-179 koordiniert. Sämtliches neu zugeordnetes Personal wird der Polymat 08 Gedächtnislöschungstherapie oder Klasse D-Amnesikums in hoher Dosis mit dem höchsten retrograden Effekt von 10 Jahren unterzogen. Die genaue Therapie hängt von der Zeitspanne ab, die der Mitarbeiter vor der Neuklassifizierung an SCP-179 gearbeitet hat. Die Existenz von SCP-179 ist das Thema der Orbital Misinformation Standardized Intelligence Obstruction and Neutralization Kampagne. Gemäß des Unterlassungsprotokolls 4, Eintrag 4.5, 4.6 und 4.7 wurden die meisten Dokumente bezüglich SCP-179 mit der Stufe 4, Top Secret, neu klassifiziert. Jede weitere Information wurde mit Stufe 5, Taumil, klassifiziert und wird nur entsprechend an Personal mit der Berechtigung 5-179 zugänglich gemacht. Anmerkung: Unautorisierter Zugriff auf Forschungsmaterialien bezüglich SCP-179 werden als Vergehen von Typ 3b, unautorisierter Zugriff auf Daten ohne globale notwendige Berechtigung, angesehen und wird zwangsläufig mit Gedächtnislöschungstherapie und sofortiger Neuzuordnung und/oder Herabstufung bestraft. Warnung: Unautorisiertes Personal wird einen mimetischen Wirkstoff ausgesetzt. Generiere mimetische Verteidigung. Gestalt-Upgrader aktiv. SCP-179 ist empfindlich gegenüber sämtlicher Strahlung im elektromagnetischen Spektrum, intelligent und kann auf verschiedene anomale Weisen kommunizieren, unter anderem durch Interferenz mit Radiowellen und Lasern. Bisher kam nur eine Unterhaltung zwischen SCP-179 und dem Personal der Foundation zustande, bei der SCP-179 flüssig Französisch sprach. Da bei diesem Kontakt die Intention von SCP-179 gegenüber der Foundation nicht klar wurde, muss der Kontakt zwischen bekannten Interessengruppen und SCP-179 verhindert werden. Maßnahmen zur Desinformation und andere präventative Schritte wurden eingeleitet. Die meisten von SCP-179 getätigten Bewegungen lassen sich auf extraterrestrische Gefahren zurückführen, die sowohl anormalen als auch natürlichen Ursprungs sind und auf Kollisionskurs mit der Erde sind oder in einem orbitalen Kurs um die Erde eintreten könnten. Falls sie die Erde erreicht hätten, hätten diese bedrohlichen Objekte ein Umgestaltungsereignis der Klasse CK auslösen können, mit unterschiedlichem Einfluss auf die menschliche Zivilisation und das Leben auf der Erde im Allgemeinen. Bei dem Eintreffen eines solchen Ereignisses ohne geeignete Eindämmung der Foundation hätten diese Objekte Ende der Welt-Szenarien der Klasse XK auslösen können. SCP-179 zeigt sein Interesse an einem Objekt normalerweise dadurch, indem es mit einem Arm darauf zeigt. Falls es mehrere Objekte mit Interesse gibt, kann SCP-179 weitere Gliedmaßen wachsen lassen, die anatomisch seinen Armen gleichen. Untersuchungsdaten zeigen, dass SCP-179 objektspezifische Bewegungen ausführt, etwa verschiedene Finger ausstreckt oder Bewegungen mit seinen Armen ausführt. Diese Bewegungen geschehen in einer Reihe von unvorhersagbaren Mustern, mit bestimmten Intervallen, aber ob diese Bewegungen Informationen enthalten, wurde noch nicht festgestellt.
Die Reichweite von SCP-179s Fähigkeit zum Erkennen von Objekten wurde nicht klar ermittelt. Zwar ist SCP-179 dazu fähig, Objekte bis in die Region hinter dem Neptun zu erkennen, doch wurden diese auch von anderen Überwachungs- und Erkundungssystemen, die meisten unter der Kontrolle der Foundation, gefunden. In mindestens 3 Fällen waren die Objekte von der Erde mit bloßem Auge sichtbar und trotzdem wurden diese initial nicht als Bedrohung wahrgenommen. Es wird angenommen, dass SCP-179 nur aktive Bedrohungen erkennt und auf sie reagiert, die auch andere Parteien innerhalb des Bereiches bis zum Neptun beobachten können. SCP-179 kann die bedrohliche Natur der Objekte treffsicher erkennen. Alle Objekte von Interesse, die sich von der Zone bis zum Neptun der Erde nähern und erhebliches Zerstörungspotenzial hatten, wurden von SCP-179 ohne Fehler erkannt. Darunter sind auch solche, die andere Beobachter, die der Foundation bekannt sind, nicht aufspüren konnten. Somit sind SCP-179, die orbitale Ausrüstung sowie die Einrichtung und Personal zu ihrer Überwachung das zuverlässigste Frühwarnsystem für mögliche Einschläge, das die Foundation besitzt. SCP-179 ist dazu fähig, die interplanetaren Objekte zu identifizieren, die für die Erde, Menschheit oder die Biosphäre eine Bedrohung darstellen. Dadurch ist SCP-179 ein essentieller Teil des Composite Orbital Early Warning System, COEWS, Projektes der Foundation und umfasst zurzeit SCP-XCPOA-003-042. Standort 34, Standort 103, Standort 98, Area 08, Standort und Befehlsstelle. Zusätzlich gehört auch Personal dazu, das in verschiedene Weltraumorganisationen und internationalen Arbeitsgruppen, die das Erforschen des Weltalls betreffen, eingeschleust wurde. Sämtliche Daten vom Interesse, die SCP-179 betreffen oder mittels SCP-179 gewonnen wurden, werden mit COEWS-179 bzw. mit hoher Priorität für alle Abteilungen der Foundation eingestuft. Anhang SCP-179-01. Beachtenswerte Bewegung von SCP-179. 13. Dezember 1940. Erste aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Die Entität, die bisher die Arme verschränkt gehalten hatte, erhob einen Arm und zeigte auf ein bisher unentdecktes interplanetares Objekt auf Kollisionskurs mit der Erde. Nach dessen Einschlag, der die Stadt Daten gelöscht verwüstete, eine große Menge von anormalen schleimigen Sekret freisetzte und mehr als 1300 Tote hinterließ und zusammen mit den anormalen Phänomenen bezüglich zensiert wegen vorheriger Löschung. Das verbleibende Hauptobjekt wurde als SCP neu klassifiziert. SCP-179 kehrte zu seiner ursprünglichen Haltung zurück. 22. September 1942. 6. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Die Entität richtet den Arm auf, das sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Der Gegenstand schlägt bei Auckland, Neuseeland, am 4. Oktober 1942 ein. Beim Aufprall teilt sich das Objekt in mehrere mechanische Geräte auf. Daten gelöscht. Formte Unterentitäten aus, die minimale zivile Opfer verursachten. Nachdem Agenten der Foundation das als neu klassifizierte Objekt sachgemäß eindämmten und den Großteil der Unterobjekte unschädlich machten, kehrte SCP-179 in seine ursprüngliche Position zurück. Mobile Task Forces zensiert. Alle Daten der Beteiligten von den Aufzeichnungen gelöscht. Fahren damit fort, die verbleibenden Unterobjekte aufzuspüren und zu vernichten. 18. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Die Entität zeigt mit ihrem rechten Arm auf Daten gelöscht. Bis zu diesem Zeitpunkt zeigte die Entität mit einem seiner primären Arme von einem zum anderen wechseln, falls nötig, in dieselbe Richtung.
1. März 1949. 23. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Die Entität zeigt auf einen Asteroiden vom Typ Amor, der einen Kollisionskurs auf die Erde eingeschlagen hat. Die Foundation verwendet eine Kombination von mehreren SCP-Objekten, um ein ferngesteuertes Vehikel loszuschicken, das als gravitatives Abschleppseil fungiert. Diese Mission gilt ab dem 3. Mai 1951 als Erfolg. Ab dann kehrt SCP-179 zu seiner ursprünglichen Haltung zurück. Hinweis: Vermessungsvorrichtungen stellen eine Bewegung der Entität fest, die als Nicken interpretiert werden kann. Ein Antrag auf Neuklassifizierung zu Euklid wurde eingereicht und abgelehnt. 13. Dezember 1998. 403. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Die Entität hört für 2 Tage und 13 Stunden auf, die Erde zu beobachten und sieht stattdessen zum Jupiter-System. Nach dieser Zeitspanne richtet sich SCP-179 wieder auf die Erde. 9. September 2002. 487. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Es zeigt auf eine gerüstete Typ-11-dimensionale Waffe. Weitere Daten von XCP-11-DW gelöscht, gemäß Exekutivkommando O5-11. Die von Area 08 gestartet wurde, um die Erkennungsfähigkeiten von SCP-179 zu testen. Die Waffe bleibt Minuten in einem scharfen Zustand und zielt währenddessen auf ein Testgelände auf der Erde. Sie wird so lange nicht von SCP-179 erkannt, bis sie eine Höhe von 3670 Kilometer über der Erdoberfläche erreicht. Daraufhin identifiziert SCP-179 sie als Bedrohung und zeigt darauf. Das Gerät wird darauf folgend in den Standby-Zustand versetzt und auf sein Primärziel gerichtet. Daten gelöscht. Das sich noch im Transit vom Kuiper-Gürtel befindet. SCP-179 kehrt zu seiner vorherigen Haltung zurück. 16. Oktober 2003. Kontakt mit SCP-179 wurde mit der Sonde B-2 hergestellt. Darauf folgende Bewegungen sind im Anhang SCP-179-02 festgehalten. SCP-179 wurde als Taumiel neu klassifiziert. Siehe Anhang SCP-179-02. Anhang SCP-179-02. Ereignisse vom 16. Oktober 2003. SCP-179 wurde zuerst von der Sonde B-2 aufgesucht. Ein Mikrosatellit ausgerüstet mit mehreren Aufzeichnungs-, Analyse- und Kommunikationsgeräten, die während einer geheimen Operation in eine Sonde eingebaut wurden. Die Sonde fungierte als Relais für die B-2-Sonde und die Missionskontrolle der Foundation. Kontakt und Kommunikation mit der Entität wurden weder vorhergesehen noch geplant. Als visueller Kontakt mit SCP-179 hergestellt wurde, in einer beispiellos klaren und hochaufgelösten Bildqualität dessen Oberfläche, fängt die Entität an, seine Lippen zu bewegen. Diese Bewegung bilden Phoneme eines Grußes in gesprochenem Französisch. Das folgende gibt eine komplette Übersetzung der Unterhaltung wieder. Hallo. Ich bin der Beobachter. Mein Name ist Zeus Süßer. Magst du meinen Bruder? Ich mag ihn auch. Er ist groß, so groß. Und so arg warm. Wenn ihr mit mir reden wollt, benutzt bitte euren Satelliten, damit wir zusammenhängend miteinander reden können. Es ist einfacher, als hierher zu kommen. Wahrscheinlich. Die Entität bleibt 8 Minuten unbewegt. SCP-179 zugewiesene Forscher erkennen diese Bewegung. Stufe 3 Forscher Thomas Graham, der flüssig Französisch spricht, wurde vom leitenden Forscher dazu ausgewählt, einen möglichen Austausch mit SCP-179 durchzuführen. Die Sonde B-2 wird ab jetzt als Radiorelais verwendet. SCP-179 ist dazu in der Lage, Radiowellenkommunikation zu empfangen, verstehen und zu senden.
Die von SCP-179 gesendete Sprache ist eine monotone, nichtssagende, menschliche Stimme, die Französisch spricht. Die folgende Kommunikation erfolgt mit einer Verzögerung von 16 Minuten und 39,6 Sekunden zwischen jeder Nachricht, wie sie wegen der Distanz zwischen SCP-179 und der Erde und zurück auftreten muss. Die Verzögerung wird bis zum Ende des Dokuments übersprungen. Wer bist du? Mein Name ist Sol Susseur. Ich bin der Beobachter. Ich betrachte. Ich sehe oft. Ich warne oft. Fast immer, wenn ich muss. Dadurch gibt es weitere Leben. Was meinst du mit der Beobachter? Das bin ich. SCP-179 lächelt. Wir haben die Bedeutung deiner Bewegungen bemerkt. Wem erstattest du Bericht? Denen, die wissen, wohin man schauen muss. Euch. Denen, die ihn schauen wollen. Nicht nur euch, aber auch euch. Wenn du Bruder sagst, meinst du damit die Sonne? Er ist mein Bruder, Sol. Er wärmt mich. Er ist fürsorgliches Feuer und liebevolles Licht. Er umschmeichelt mich mit seinen Bögen und seiner Stimme und erfrischt mich. Er ist die Quelle des ganzen wahren Lichts. Er ist eure Quelle. Woher kommst du? Ich wurde als Kind geboren. Die Entität schwenkt seinen Kopf Richtung Erde. Wie lange bist du schon hier an dieser Stelle? Das will ich dir nicht erzählen. SCP-179 lächelt und nimmt die Fötusstellung ein, blickt weiterhin Richtung Erde und zeigt auf. Das Gesicht der Entität bleibt von der Sonde B-2 aus sichtbar. Wie bist du an diese Position gelangt? Woher hast du die Eigenschaften, die du jetzt hast? Ich wuchs zur Frau heran. So lebe ich jetzt. Kannst du das bitte genauer erklären? Nein. Wir würden gerne mehr über dich wissen. Wieso erzählst du uns nicht mehr? Es tut mir leid. Ich werde nicht euch gehören. Ich kann niemandem gehören. Die Arbeit der Foundation beschützt die ganze Menschheit und das gesamte Leben auf der Erde. Findest du nicht, dass das von größter Wichtigkeit ist? Doch, und das tue ich. Schau zu mir herauf und ihr werdet es wissen. Wenn wir deine Fähigkeiten richtig einschätzen, glauben wir, dass du viel mehr tun kannst als das. Wenn du alle deine Informationen, nicht nur die über die Gefahren für die Menschheit und Erde, mit uns teilst, wird das für alle Parteien von Vorteil sein. Ich bin so groß. Und ihr seid so klein. Dort ist ein Meer aus Nichts und Inseln aus Licht. Ich bin ihr Ufer. Zu euch kommen die Ungeheuer, die ämmernden Fäuste des Nichts, die sehnsüchtigen Götter fernab eures Wissens. Ich bin der Beobachter. Ich sehe die Wellen in ihrem Sog. Ihr wollt, dass ich euch mein Wissen und Sinn offenbare, nur euch, sodass nur ihr größer sein könnt. Selbst wenn ihr entdeckt, bändigt, verteidigt. Ihr wollt, dass ich euch gehöre. Deswegen bin ich nicht ihr. Dort sind andere. Andere, denen ich beistehe. Andere, die ich warne. Andere hinter euren dünnen, grauen Steinmauern. Andere, die außerhalb der Reichweite eurer minderwertigen Satelliten liegen. Andere jenseits eurer Heimat, unserer Heimat. Andere, die ich kenne. Andere, die ich liebe. Andere, um die ihr euch nicht kümmern würdet. Andere, die früher da waren. Und vor allem andere jenseits der mickrigen Regeln von Knochen und Fleisch, Erinnerungen und Getreide, das ihr um euch abbaut, bis ihr euch nicht einmal mehr an sie erinnert. Andere, die ich liebe. Innig. Und doch ist nur mein Bruder mir gleich. Entschuldige, ich weiß nicht, was du mit den anderen meinst. Könntest du das bitte noch einmal mit anderen Worten erklären? SCP-179 lächelt. Aber ich habe nichts mehr zu sagen.
abschließend. Trotz weiterer Versuche der Kommunikation führte SCP-179 keine Bewegung aus und übertrug keine Nachrichten mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt antwortete SCP-179 auf keine Nachricht, unabhängig davon, ob der Absender ein Team der Foundation oder eine andere Interessensgruppe ist.